Moment, jetzt hört man mich. Jetzt hört man mich. Ich habe gerade eben den Ton ausgestellt. Wir hatten nämlich hier als letztes einen Podcast, den habt ihr für euch. Hallo erstmal, fühlt euch gegrüßt, liebe VODler. Auch die Live-Leute werden gleich dazukommen. Kamera muss neu eingestellt werden. Alles hier muss neu eingerichtet werden, denn wir hatten gestern einen Podcast, der war sehr, sehr nice mit Gregor zum Thema die besten Spiele des letzten Jahres. Da haben wir sehr, sehr lange geredet. Ich glaube, 4,5 Stunden haben wir gequatscht und hallo, lieber Rudinov und auch Visterion. Oh, Visterion? Visterion and Rudinov. Ich wollte nur kurz zusammenfassen, ich habe gestern haben wir diesen Podcast aufgenommen, es war mega kompliziert hier mit dem Ton, weil also ich habe hier schon echt ein gutes Setup, ich habe hier so viele gute Mikros, ich habe sogar die Funke. Das einzige Problem ist, und das könnt ihr euch vielleicht merken, wenn ihr auch mal sowas plant, dass man dadurch, dass man ja dann doch mit diesen zwei Mikros, die als USB-Mikros angeschlossen sind, dass man, wie erkläre ich das, dass die über USB sich nicht eingrooven. Also, dass die sich leicht überlappen und dann hat man immer so einen Doppler-Effekt. Und wenn man eben so ein extra Hardware dazwischen schaltet, hallo nochmal, wenn man extra Hardware dazwischen schaltet, dann macht die Hardware das, dass das irgendwie auf einer Wellenlänge und vor allem auch zeitlich angeglichen ist, dass also kein Echo entsteht. Und ich hab so ein Ding und wir haben es aber trotzdem nicht hingekriegt und dann hat Gregor seinen ganzen Kram angeschlossen und wir haben es über seinen Laptop-Kram, über seinen Podcast-Laptop sozusagen mit den Mikros, mit den festen Kabelmikros aufgenommen. Meine Fresse. Es war Riesenchaos, aber es hat geklappt. Ihr hört mich jetzt hoffentlich, weil eben gerade, wie gesagt, hatte ich noch Mikroprobleme. Jetzt müsste aber alles wieder okay sein. Was machen wir heute? Ich habe nicht so viel Zeit. Klingt immer so, als wäre ich, oh, ich muss weg. Ich habe nur um 19 Uhr heute mit Ede ein Moin Moin. Ja, wie gesagt, das habe ich letztes Mal schon erzählt. Ich weiß auch nicht, warum um 19 Uhr, aber Moin Moin um 19 Uhr wird euch freuen. Danach gibt es ein Best-of, ein Best-of-Hypes des kommenden Jahres. Welche Spiele sind gefallen euch, welche Spiele gefallen uns, welche Spiele gefallen den anderen Rocket Beanslern, und das möchte ich eigentlich auch heute so ein bisschen mit euch machen als kleine Vorbereitung für diesen Game Talk, der dann um 8 startet. Ja, als Warm-up, wie gesagt, schon um 19 Uhr ein Moin Moin mit Ede und mir. Und deswegen würde ich gerne, habe ich ja gerade eben gesagt, mit euch so ein bisschen die Hypes des Jahres durchgehen. Ich habe mir selbst hier eine Liste, auch gemacht, die werde ich mit euch auch durchgehen. Und werde die natürlich auch im Game Talk dann nochmal ein bisschen konkreter ausformulieren. Allerdings habe ich wahrscheinlich hier heute in den 2 Stunden jetzt mehr Zeit für euch auch und für meine Highlights als dann später in diesem Game Talk, weil dann natürlich noch ganz viele andere Leute dabei sein werden, auch wenn natürlich eines klar ist, Elden Ring ist wahrscheinlich von jedem genannt. Wir werden es uns trotzdem heute mal angucken und kurz mal eure Meinung dazu vielleicht noch ein bisschen erforschen, einblenden. Vielleicht gibt es ja auch mal jemanden, der eine kritische Meinung hat. Vielleicht gibt es ja jemanden, der sich traut, irgendwas Negatives zu sagen, während wir dann über Elden Ring reden. Mal gucken. Ich glaube nicht. Ja, ansonsten, genau, da sagen auch schon Leute, God of War, Elden Ring, Dead Space Remake, die stehen auch alle bei mir auf der Liste. Gucken wir uns gleich an. Eine Info in eigener Sache noch. Eigentlich hatte ich heute vor, vorher auf jeden Fall am heutigen Tag ein bisschen Zomboid zu spielen, habe dann aber zu spät gemerkt, dass die Server ja gar nicht live sind, sondern nur am Mittwoch, am Freitag und am Sonntag. Wir haben jetzt den Donnerstag. Haben wir Donnerstag? Mittwoch? Donnerstag? Nee, gestern war Mittwoch. Gestern konnte ich nicht, weil wir, wie gesagt, Podcast aufgenommen haben. Nochmal vielen Dank für eure Teilnahme. Es war echt ein schönes Erlebnis. Hat Gregor auch Bock gemacht. Und wir wollten ja schon lange hier auch mal sitzen. Irgendwann schnappe ich ihn hier, setze ihn hier hin und dann spielen wir Totgeschwiegen. Dieses bayerische Detektivspiel im schönen Grün, im tiefsten Bayern. Danke, Leafcut83, für deine Abos. Da freuen sich 5 andere Leute jetzt sehr drüber. Und wo war ich? Genau, Zomboid. Und deswegen wollte ich heute, habe dann gemerkt, ach nee, ist ja dann nur an bestimmten Tagen, was ja auch besser ist, weil die ganzen Leute, die mitspielen, und es sind eine Menge Leute, die mitspielen, natürlich viele Bohnen dabei, aber auch eigentlich so ziemlich alles, was Rang und Namen hat in der Zombie-Szene. Und deswegen am Freitag dann das große Online-Spektakel. Ich will jetzt nicht lügen, ich glaube... Ah, nee, ich habe es mir aufgeschrieben. Am Freitag ab 18 Uhr geht's los bis 2 Uhr morgens und am Sonntag von 14 Uhr bis 1 Uhr.
Das wird sehr, sehr interessant und ich bin wirklich sehr gespannt, was da passiert. Ich habe ja beim letzten Mal, wir haben es ja einmal gespielt, ich habe es mit Nils gespielt, da war mir überhaupt nicht bewusst, dass das ein Rollenspiel-Server ist. Muss ich vielleicht auch nochmal erklären. Mir war das überhaupt nicht bewusst, dass ich da irgendeine Rolle spiele. Ich dachte einfach, naja, das ist jetzt halt ein Zombie-Spiel, wo wir überleben und zusammen quatschen. Ich war ja auch im Discord mit Nils, wo man ja normal redet. Und insofern, wo ich jetzt gerafft habe, dass das ein Rollenspiel ist, merke ich, ich habe eigentlich den falschen Namen. Weil ich heiße ja, ich habe jetzt einfach Simon genannt, weil damit ich auf jeden Fall auch mich selbst erkenne und die anderen, als würden wir jetzt Among Us spielen oder so. Aber ich kann mir ja auch einfach Schmorf oder so holen. Das könnte ich eigentlich mal gerade fragen. Könnte ich gerade mal Discord aufmachen und den 501 Legion fragen, ob es nicht möglich wäre, dass ich auf dem EDOP-Server nochmal einen neuen Namen kriege, nämlich Schmorf. Ich frage mal einfach gerade, komm. Ja. Sag mal, wäre es möglich? Start Simon Schmorf zu heißen. Ja, das muss reichen. Ja, und dann würde ich da Schmorf spielen. Warum eigentlich nicht, ne? Wäre ja geil. Ich wollte schon immer mal meine ganzen... Es gibt ja so viele geile Artworks zum Thema Schmorf. Also ich weiß gar nicht... Da ist auf jeden Fall einer. Ist jetzt natürlich kein Artwork, sondern ist in diesem Fall einfach nur so ein 3D-gedrucktes Modell mit dem Batman-Rucksack. Nackt. Ja, das muss eventuell nicht sein, wobei ich überlege, das macht mir natürlich echt Schaden, dann muss ich halt immer vorsichtig sein, aber zur Verwirrung in speziellen Events könnte ich natürlich mich schon ausziehen. Den Fahrradhelm, allein schon, wenn ich drüber nachdenke, wie lustig es wäre, all diese Elemente sich zusammenzusuchen. So einen Rucksack suchen, einen grünen Fahrradhelm, vielleicht gibt es das ja alles. Also das werde ich mir auf jeden Fall mal angucken. So. Und das war es jetzt auch quasi die Ankündigung, dass ich am Freitag, ich habe es auch schon eingetragen in meinen Sendeplan, am Freitag und am Sonntag dabei bin bei Project Zomboid. Das Spiel gibt es ja schon ewig. Ich glaube, 2014? Das könnte fast sein. Ich glaube, das ist wirklich so alt. Und jetzt ist es auf einem Punkt, wo es einfach mit Roleplay und so auch super funktioniert. Es sind gestern schon sehr, sehr lustige Sachen passiert, habe ich gehört. Der Ede war hier und hat mir schon erzählt, dass er als Stanley Balls da irgendwie Action gemacht hat. Der hat mir auch erzählt, dass Nils natürlich wieder der Bürgermeister ist. Es ist, es ist same old, same old. Und dann kann ich natürlich auch nicht anders als Schmorf spielen. Das ist dann mehr oder weniger das, was ich, was mir übrig bleibt. Ne? Ich kann dann nicht Simon spielen. Das ist ja irgendwie bescheuert. Ich habe schon überlegt, wen soll ich da spielen? Soll ich mir dann irgendwann einen neuen Charakter überlegen oder soll ich es einfach random angehen? Oder soll ich Simon spielen? Soll ich mich selbst als Streamer in der Apokalypse spielen? Ich weiß nicht. Ich habe auch, also ich habe ja eine Menge Rollenspiele schon gespielt bei Rocket Beans, aber ich habe so im Gamer-Alltag habe ich jetzt eigentlich noch keine Rollenspielerfahrung, aber wie schwer kann es sein? Wie schwer kann es schon sein? Man muss sich natürlich nur irgendwas ausdenken und dann einfach durchziehen. Das ist, glaube ich, ich könnte den echten Nils spielen. Das ist eine super Idee. I am Baum 1 hat bisher die beste Idee dafür. Das wäre echt nice, verdammt. Naja. Ach ja, ich habe gestern die neuen South Park Pandemic Post-Pandemic-Folgen gesehen. Es gibt ja zwei, also insgesamt Staffel 24 waren ja die zwei Covid-Specials und darüber hinaus heißt jetzt nicht Staffel 25, aber darüber hinaus gibt es jetzt noch zwei Post-Covid-Folgen. Die sind fantastisch, die sind aus der Zukunft und da geht es um alles, was ich lustig finde und alles, was diese zwei Jahre passiert ist, inklusive NFTs. Ich empfehle euch sehr, euch die ganzen letzten vier Folgen von South Park einfach mal anzugucken. Vier geile Stunden, besser kann man seine Zeit gar nicht verbringen. So, jetzt wollen wir aber kurz nochmal zu dem gehen, warum wir uns ja eigentlich hier versammelt haben. Wir wollten nämlich die Hype-Spiele des kommenden Jahres, während wir alle noch in Quarantäne sind und alle weniger raus können wir ein bisschen zocken und dann ist die Frage, welche Spiele lohnen sich. Jetzt muss ich hier gerade mal gucken. Was ist das denn hier? Games I am hyped for. Ich habe hier schon wollte ein YouTube-Video googeln, um das laufen zu lassen, aber irgendwie kriege ich immer nur Football und anderen Kram.
soll mir recht sein. Dann geben wir doch jetzt mal die Sachen ein. Erstmal die offensichtlichsten. Ne? Geben wir erstmal Elden Ring weg, damit wir einmal drüber gesprochen haben. Ihr könnt jetzt gerne, wie gesagt, wenn jemand jetzt sich mutig fühlt, berufen, hier im quasi im Chat mal eine Kritik zu äußern, haut raus. Ich weiß nicht. So, haben wir den Ton? Ich drehe es gerade noch hoch. Ja, sieht gut aus. Jetzt mache ich den Chat noch an. So. Und ich brauche noch Ton. The Tarnished will soon return. Guided by grace once lost. The Golden Order is broken to its core. Sorry, war jetzt ein bisschen laut. Foul tarnished. In search of the Elden Ring. Emboldened by the flame of ambition. Thy flame. They will fight. And they will die. Ah, schon geil. Also, auch nachdem man ja das Spiel schon gesehen hat, gespielt hat über einen längeren Zeitraum und weiß, wie es sich anfühlt, macht dann so ein Trailer trotzdem nochmal die besondere Epicness deutlich. Or a lord to be born. Well, a lowly tarnished playing as a lord. I command thee. Das ist aber auch ein geiler Trailer, ey. Also ich habe jetzt auch, also ich persönlich freue mich natürlich tierisch drauf. 21. Januar ist aber mittlerweile der 25. Februar. Glaube ich doch zumindest, oder? Ja, ich glaube, es ist der 25. Februar. Vielleicht, nee, ist es der 25. Januar, müsst ihr mal gerade sagen. Ich glaube, es war der 25. Februar mittlerweile. Jetzt haben ein, zwei mutige Leute tatsächlich im Chat auch mal was gesagt, also was Kritisches gesagt. Aber es war auch nicht wirklich kritisch. Ich glaube, das Maximum, was man sagen kann, ist, ob einem der Stil gefällt oder ob man anzweifelt, dass jetzt die Story irgendwie durch George R. R. Martin irgendwie besonders krass wird. Ja, danke, 25. Februar ist korrekt. Da wurde es dann nämlich doch nochmal verschoben. Der Trailer ist ja noch gar nicht so lange her, der ist jetzt 8 Monate alt. Insofern haben die lieber die Zeit genutzt und das finde ich auch immer geil. Also ich persönlich habe mit Verschiebungen nicht so meine Probleme. Ich habe die Liste der Spiele, die man noch spielen will, ist ja eh schon lang genug, seien wir doch mal ehrlich. Also ich habe alleine auf meiner Liste, wenn ich jetzt nur gucke, nur die Sachen, die ich wirklich unbedingt mindestens einmal nochmal anspielen will, bin ich bei, weiß ich nicht, 30 Titeln. Und das sind wirklich nicht jetzt sowas wie Klassiker oder so, die man unbedingt nochmal spielt. Wenn ich die auch noch dazu, die man immer irgendwie immer verpasst hat, dann wären wir bei 100. Und dann sind wir jetzt im Jahr 22 und jetzt kommen ja eh noch so viele Sachen raus. Sachen, die auch schnell wieder weg sind, ne? Sachen, die man vielleicht nur eine Weile spielt, eine Woche oder so, aber man hat sie irgendwie immer noch auf der Liste. Da können wir irgendwann auch mal die große Liste machen der Spiele, die man noch auf der Liste hat. Das schreibe ich mir vielleicht mal auf. Die große Liste der Spiele, die man noch auf der Liste hat.
Ja, was passiert jetzt? Ihr könnt jetzt gern mal den nächsten Trailer, könnt ihr jetzt quasi so ein bisschen im Chat bestimmen, indem ihr es einfach mal raushaut und das, was ich am häufigsten sehe oder was mich direkt anspricht, werde ich mir dann auf jeden Fall direkt angucken. Aber ihr müsst warten, bis ich wieder hochgucke. Sowas muss man aufschreiben. Okay, große Liste der Spiele, die man noch auf der Liste hat. Space Marine 2 wäre jetzt das erste, was mir ins... Also Dying Light, Space Marine 2. Okay, Moment. Ich mache erstmal Space Marine 2, mal, wenn das überhaupt nichts sagt. Das sagt mir wirklich null. Warhammer 40k Space Marine. Ah, okay, bei Warhammer hätte ich zumindest verstanden. Das schreibe ich mir auch mal auf, das klingt gut. Das Warhammer 40k-Universum ist an sich ja richtig geil. Das ist schon fast Sci-Fi Dark Souls manchmal. Also so von der Düsternis. Sieht tatsächlich hier so ein bisschen mit dem Gotischen auch ein bisschen wie Bloodborne aus. Company, come on! This is the first platoon! We've lost the square! We can't hold it! Geil! Das ist eigentlich Proto-Master Chief-Rüstung. Ich weiß, das gibt's natürlich alles schon viel länger. Eher umgekehrt. Ich find's schon lustig, weil die echt aussehen wie so. Wie der erste Iron Man-Anzug im Vergleich zum letzten Iron Man-Anzug. Oh, der Kettensägen mit dem Kettensägenschwert. Das ist doch mal eine Waffe. Das bessere Lichtschwert. Aber es ist natürlich wieder mal nur ein Render-Trailer. Das gibt es ja häufig, gerade bei Warhammer, dass das dann cool aussieht. Und dann kommt aber das Spiel und ist irgendwie einfach was anderes. Wobei mit der Optik man schon mittlerweile auch denken könnte, das könnte auch in-game sein. Jetzt minus vielleicht die Details oder so hier beim Zersägen oder so, aber... Ja, vielleicht auch nicht. Das sieht auch ein bisschen aus wie Gears of War mittlerweile, wenn man die Rüstung rausnehmen würde. Ist das dann, nehme ich an, so eine Art Deckungsshooter mit 4-Spieler-Koop-Modus? Diese Rüstung. Ey, eigentlich muss genau so. Was ist denn da jetzt? Willkommen zurück, meine hochverehrten Zuschauer. Hallo, schön dich zu sehen. Die Action geht noch weiter. Ich hab's ganz vergessen, dass es noch kommt. Ja, okay, ich auch. Ne? Ja, sind wir beide überrascht worden. Ja, Leute, Space Marine. Der zweite Teil kommt heraus. Ungefähr, glaube ich, 10 Jahre. Ich mach jetzt meinen Kram, ne? Ich mach jetzt schnell meins, okay. Es ist alles ein Rudelgebumse hier bei YouTube und Twitch. So, ich finde die auf jeden Fall gut. Man hat jetzt halt wenig gesehen. Ich nehme an, es ist wirklich so ein Gears of War-artiger Deckungsshooter, vielleicht Squad-Koop oder so. Sehr brachial, sehr brutal. Aber hoffentlich dann auch mal was ein bisschen, also über den Durchschnitt herausragt. Weil ich habe ein bisschen das Problem bei Warhammer, wenn es nicht RTS ist, also solange es in dieser Strategieebene bleibt, finde ich, haben die echt einen guten Weg gefunden, aber sobald man rausgeht zu diesen, ja, zu diesen Third-Person-Action-Baller-Adventure-Prügel-Metzel-Geschichten, dann verliert es meiner Ansicht nach immer so ein bisschen an Originalität und ist immer so ein breiiger 7 von 10 Kandidat. Das ist so meine Meinung dazu. Deswegen hoffe ich, dass das gut wird. Aber ich bin da jetzt ich mache da mal ein Fragezeichen dahinter. Ich bin da jetzt halt einfach skeptisch, weil man wirklich nicht viel gesehen hat. Okay, so Leute, was kommt noch? Was haben wir noch? Jetzt habt ihr die Möglichkeit, mir Titel zu nennen, auf die ihr euch 22 freut. Ja, ich habe den ersten Teil nur so mitgekriegt, aber nicht wirklich gespielt, aber den habe ich eben als genau sowas in Erinnerung, als so ein 7 von 10 Titel, ohne jetzt, ne, will es auch nicht gemein sein. Okay, Dying Light 2 muss man eigentlich abhaken, allein schon, weil es ja jetzt auch rauskommt.
Das ist jetzt auch der Cinematic Trailer. Ich mache mal den Gameplay Trailer, dass man mal ein bisschen mehr sieht als hier nur so Renderkram. Ja, warte mal, wie war das? Wann kommt das raus? Das kommt auch im Februar raus. Hey, everyone, ich weiß aber nicht genau wann, irgendwie Mitte Februar. For some time. Since like the rest of the world, we had some unforeseen hurdles to clear. But the wait is over. Let's dive into the open world of Dying Light 2. The last slice of Dying Light 2 showcased the mission from the main storyline. You get after those fuckers. You saw how your decisions influenced the narrative and notably changed the environment. This time, we want to give you a broader look at the game and a sneak peek at some of the things we'll be talking about in upcoming months. Ich mach kurz mal leiser, um so ein bisschen drüber zu labern, denn hier wurde ja schon gerade erwähnt, dass man im Spiel die Umgebung verändern kann durch die Entscheidung, die man trifft. Das ist ja vom Konzept her, sage ich mal, eigentlich sehr, sehr alt, diese Gameplay-Idee, aber hier soll sie endlich mal richtig umgesetzt werden. Das bedeutet, man verändert wirklich auch die Umgebung dadurch, dass man eine Gesellschaft nach oben holt. So ein bisschen das, was ich bei Project Zomboid vorhabe, einfach die Gesellschaft, den Kern der Gesellschaft schützen, bewahren und ausbauen und ein Fundament darstellen für die anderen. Ein glänzendes Vorbild zu sein in diesem düsteren Tagen. Und ähnlich soll es eben auch hier so sein, aber es ist natürlich auch wie immer, dass man mehrere Fraktionen hat und jede Entscheidung, die die eine Fraktion großes Plus bezeichnen würde, ist vielleicht für die andere Fraktion schon wieder das komplette Gegenteil. Also gerade auch, weil die ja miteinander Konflikte haben, wenn man sich dann dafür entscheidet, vielleicht eine ich kenne immer dieses eine Beispiel mit der Stromversorgung, die man irgendwie anstellt und aber man, oder irgendwie Wasser, was man verteilen muss, aber eben nur auf eine von zwei Locations sozusagen, und je nachdem verändert sich dann eben natürlich die Location, weil die eine hat dann plötzlich keinen Strom oder kein Wasser mehr. Oh, was ist jetzt los? Warum höre ich mich doppelt und dreifach? Das ist ja verrückt. Da muss ich gerade mal gucken. Warum höre ich mich denn gerade so... Was ist denn hier los? Da laufe ich hier wieder. Okay, so. Das ist voll weird. Ihr habt das doch auch gehört, oder? Warum nur dieses eine Mal? Warum komme ich denn plötzlich als Video? Aber nur ganz kurz. Und dann bin ich wieder weg. Das ist doch nicht normal. Habt ihr das gehört? Raid? Haben wir einen Raid? Ich weiß es nicht. Ihr habt mich total verwirrt. Okay, ist aber egal. Wir reden immer noch über Dying Light 2. Und jetzt hören wir noch mal rein. Wolves. Ihr habt das nicht gehört, das ist verrückt, das ist nur bei mir. Use these factions to reach your goal. Help or harm them to reshape the city to your liking. Oh, allein sowas, ne? Just remember, each faction contains complex characters. Nosy Parker, ain't ya? Got some kind of bad habit of yours? So, will you follow cold calculation? Danke, Small Curly Fry, für den Raid. Vielen Dank. I appreciate the raid. Some in the city offer no chance for an alliance. Bandits, outlaws and common thugs. Ey, das Spiel wird richtig nice. Da glaube ich. Ich habe nur Angst, dass es untergeht. In der Menge an Spielen. Aber da kann ich ganz gut in Project Zomboid so ein bisschen üben. Nightfall scares all of them equally. Darkness changes the rules of the world. As the light fails, monsters crawl out of hiding to prey on the poor souls caught outside the safety of UV rays. Hordes of infected pour into the streets like decaying lava. The deadly spawn of 15 years of mutation and evolution. Ja, jetzt sehen wir hier noch ein bisschen... Oh, gut, das ist aber nice. Aber es ist auch ein bisschen... Manche davon sind spannend und wirken fast schon originell, was ja im Zombie-Genre irgendwie auch wieder was Besonderes ist. Aber der große Teil der Viecher, die man hier sieht, ist ja schon wirklich sehr generisch. Also halt das, was man wirklich immer sieht und kennt. Es ist natürlich auch heutzutage mega schwer, noch irgendwas Neues zu diesem Genre beizutragen. Also... Man kann dem Spiel ja eigentlich jetzt auch keinen Vorwurf machen, dass es halt aussieht wie viele andere Spiele, aber vielleicht kann es halt dann über diese geile Gameplay-Mechanik, die wir ja eben gerade auch ein bisschen besprochen haben, nochmal, kann es ein bisschen glänzen. Okay,
Wir haben jetzt nicht so viel Zeit, um die ganzen 8 Minuten jetzt anzugucken. Es gibt ja auch noch ein paar andere Sachen, die wir uns gerne anschauen würden. Ihr habt jetzt nämlich zum Beispiel was reingeschrieben, was wir uns auf jeden Fall geben müssen. Natürlich God of War Ragnarok. Ja, denn das ist eine Sache, der Reveal-Trailer, nehmen wir den. Die muss langsam mal kommen, alle warten drauf. Ich kann mich noch erinnern, God of War ist eine Reihe, die wurde am Anfang... ist die mega eingeschlagen. Zu Game One-Zeiten haben wir für die erste Folge, glaube ich sogar, haben wir God of War gespielt. Und dann wurde sie ein bisschen überreizt, weil sie auf allen möglichen Varianten und Plattformen und PSP und so gab. Und dann haben sie aber Pause gemacht und kamen zurück, stärker denn je, und haben sich jetzt auch Zeit gelassen zwischen den Folgen. Ich bin mal kurz ruhig, wir hören uns das mal an. Das ist sein Sohn, für alle, die vielleicht den Vorgänger nicht gespielt haben, shame on you, und spielt den mal. The prophecies say Fimbulwinter leads to Ragnarok. War is coming. My story doesn't end hiding in these woods. I should be out there, finding out who I am, who Loki is. Me. Das ist alles, was ich höre. I don't want to fight anyone. What? I just want answers. Digga, du bist der Sohn von fucking Kratos, Alter. Kratos ist der hat den Kriegsgott alle gemacht. Der hat eigentlich alle gemacht. Der ist der aller krasseste, der aller krassen. Raffst du überhaupt? Das ist dein Job. So, was soll ich denn dazu jetzt sagen? Wenn du jetzt der Sohn von Tiger Woods bist, dann erwartet auch jeder, dass du Golf spielst. Das ist jetzt einfach dein, sei einfach froh, dass du wenigstens schon mal einen Ruf hast. Natürlich wirst du kämpfen. Ich glaube, es hackt. And if those answers lead to war with Asgard. Maybe that's what Mother wanted. We do not know what Mother wanted. Well, I don't recognize that dour expression anywhere. Odin's got tricks up his sleeve we haven't dared to consider. What if there was someone who could help us? You mean Tyr, the old god of war in these lands, who is dead. Well, for a dead man, Odin seemed pretty keen on seeing he wasn't found. If he's out there, we gotta find him. Come in! What in all yarns be the happen to him? We're trying to stop Ragnarok, to help people. And what if the only way to do that is war? War is not the only way. Stop thinking like a father for a moment and start thinking like a general! No! You seem like a calm and reasonable person. Are you a calm and reasonable person? In moments of crisis, panic does nothing. Is it? Ein paar Schläge in den Magen, das hilft. So viel besser als Panik. Tyr! Are you coming with us? Okay. Ragnarök. Es, get your answers soon enough. Well, some of them. Ja, Thor Ragnarök, aber es ist natürlich God of War Ragnarök. Ich mach mal kurz, während ich drüber rede, nochmal einen anderen Trailer an. Vielleicht hier ist doch sicher irgendwo noch ein, ja, haben wir nicht noch einen besseren, anderen Trailer? Showcase, Reveal Trailer, ja, hier so. Das ist, glaube ich, nochmal anders. Okay, ja, also es ist halt die Reihe für Sony. Ach doch, ist wirklich derselbe, ne? Naja, egal, komm. Es ist so die Reihe für Sony, die, es muss einfach, das muss funktionieren, und sie haben es bisher auch immer geschafft. Da sind natürlich super kompetente Entwickler dran, die ja einfach wissen, nicht nur, wie man die Technik ausreizt. Das kommt tatsächlich für die PS4. Ist das wirklich korrekt? Das kann ich mir irgendwie kaum vorstellen. Das kann ich mir eigentlich wirklich nicht vorstellen. Ist das wirklich für die... Naja, egal, müssen wir gleich mal... Also, die Frage ist dann eher, ist die PS4 dann der Bremsklotz an der spielerischen Weiterentwicklung? Aber es ist optisch unfassbar.
so wie man es ja auch schon vom Vorgänger kannte, die reizen das immer komplett aus. Diese Szenen hier auf dem Wasser, das ist genau das, was ich eigentlich wollte und genau das, was ja auch beim letzten God of War so schön war, dass man so diese Momente hatte, wo man von Level zu Level fährt auf dem Wasser mit dem Kanu, der Sohn immer in Sichtweite, stellt dumme Fragen, man kann schön vatermäßig kann man sagen, was Sache ist. Und ich meine, es kommt ein Kraken drin vor, also der ist doch alles perfekt. Natürlich auch, also was soll man sagen, er ist der Erfinder des Doppelgreifhakens. Das ist ja eigentlich wahr, ne? Also lange bevor ihr alle mit Greifhaken anfingen und sich nur einen Greifhaken trauen, war fucking Kratos schon am Start und hatte beide Greifhaken mehr oder weniger unabnehmbar an seine Arme angeschweißt. Das ist geil. Und deswegen ist er jetzt mittlerweile von den griechischen Göttern rüber zu den nordischen Göttern. Da kann ich euch auf jeden Fall auch, wenn ihr an sowas Interesse habt und euch da ein bisschen, ja, ich sag nicht weiterbilden wollt, weil das wäre falsch, aber wenn ihr ein bisschen an dem Thema Interesse habt, dann geht doch mal auf meinen Kanal und guckt euch eine Sache an, die ich euch kurz zeige. Dauert nicht lange. Wo ist es denn? Da! Absolov, End of Gods. 6 Stunden, das komplette, ein kompletter, ist kein Ego-Shooter, ist ein Ego-Grusel-Adventure im nordischen Sci-Fi-Setting. Das nur mal so für euch. Und jetzt zurück zu einem weiteren Titel, den ihr mir gerne nennen könnt, wenn ihr einen habt, wenn euch was einfällt. Aber natürlich, auf jeden Fall fällt euch was ein. Ein paar Leute haben auch jetzt schon gesagt, das habe ich aufgeschrieben, Squadron 42, das gucke ich mir auch gleich nochmal an. Ich nehme an, das ist das Star Wars Spiel. Oder nein, Squadron 42 ist doch von Star Citizen, ne? Ist das von Star Citizen? Ich glaube schon. Ich habe es auf jeden Fall mal aufgeschrieben. Oh ja, da lese ich eine Sache, die will ich auf jeden Fall auch mir selbst angucken. Ich habe nämlich den Trailer noch nicht gesehen, obwohl es eigentlich was ist, was man natürlich eigentlich mal gucken sollte. Legends of Hogwarts steht auch auf meiner Liste. Und bin ich mal gespannt. Gucken wir mal rein. Vielleicht habe ich es auch einmal schon mal gesehen vor Ewigkeiten, aber ich kann mich nicht erinnern. Und gerade jetzt, so zum Jahreswechsel, werden wirklich die Harry Potters immer alle durchgeguckt. Nicht nur bei mir, nicht nur bei Ede, sondern auch bei so vielen Leuten zu Hause. Beautiful and powerful. Binds together our long history. That common bond we share is the legacy of Hogwarts. Now it is time to add your own story to these hallowed halls and quite possibly shape the future of the wizarding world. Every corridor, every portrait, every stone in this castle tells the story. Witches and wizards who came before. Here you will meet lifelong friends and grow into your own magical abilities in the classrooms of the world's most talented professors. And while your journey begins at Hogwarts, brewing potions, taming fantastic beasts, and mastering spells, there is a larger world beyond these walls. A world filled with dangers you can't yet imagine. An ancient knowledge long gone from this world. Strange and mysterious talent you possess may be the key to unlocking this dormant power. Your potential is limitless. But what form will it take? The journey ahead will reveal what you stand for. The choices you make now will define the legacy of Hogwarts. Also, wenn die richtig krass wären, dann würden die meiner Ansicht nach, das machen die nicht, aber dann sollten die sowas machen wie Fable oder so. Mit dem Hogwarts oder mit dem, eher eigentlich mit dem Harry Potter Setting, also einfach mit dieser Zaubererwelt, dass du
kann ja in einer völlig anderen Zeit sein. Kann ja irgendwie 10.000 Jahre in der Vergangenheit sein, wo alles irgendwie, wo auch die Muggel noch mittelalterlich waren oder so. Aber was ich meine ist, dass man so, man lernt erst Zauberer, dann kann man sich immer entscheiden, gut, böse, die Taten, die man macht, die führen dazu, dass man das eine oder andere wird und auch entsprechend aussieht und auch zu einem Ruf, der entsprechend ist. Und überall, wo du hinkommst, reagieren dann alle auf diesen Ruf und man selbst kann aber auch völlig Riot gehen und kann sich mit dem ganzen Dorf anlegen, weil ihr mich angeguckt habt. Und dann alles brennt. Und dann du, Hintergrund, brennendes Dorf. Krasse Gitarrenmucke. Nee, krasse Klampfenmucke. Ja, was ich sagen will ist, Fable hat ein sehr geiles Gameplay-Konzept, was wunderbar hier in diese Welt passen würde. Das ist aber, nichts davon wird im Spiel passieren. Es wird, nehme ich mal an, naja, halt, ne, so ein GTA sein, wobei GTA in dem Fall das Schloss ist. GSA Grand Schloss Auto. Nee, Grand Theft Schloss. Ihr wisst schon, was ich meine. Es wird ja eigentlich wunderbar auch gezeigt, was man alles im Spiel machen wird und was einen erwartet. Ich sag mal so, es sieht cool aus. Dieser Moment ist eigentlich, das ist so wirklich der Money Shot, weil sowas will ich halt eigentlich mehr haben, aber ich befürchte, dass das auch wieder nur so ein, zwei, drei Missionen lang eine Sache sein wird, dass man darauf reitet, damit lernt, weil ich meine, das Schloss, wenn das Schloss das Hauptspiel darstellt, aber das glaube ich auch nicht, wie groß können die Entfernungen dann schon sein? Also wenn du jetzt von da nach, wie heißt das Ding, Hogsmeade oder so, also halt dieses Dorf, wo sie immer sind oder auch da hinten dieses Haus, keine Ahnung, wenn man da so hin und her fliegen muss, immer hin und her, weil man noch nicht apparieren darf und kann, kann man ja tatsächlich nicht und darf man auch tatsächlich nicht, also ist es schon logisch, dass man statt laufen dann irgendwann fliegt. Ja, kommt drauf an, wie viel das ist, ne? Wie viel man da wirklich mitmachen kann. Aber eigentlich sind es diese Momente, auf die ich Bock habe. Das Zaubern, naja, es sieht Dementoren, okay, es sieht jetzt auch schon, diese Monster, es sieht jetzt wirklich aus, als könnte das eigentlich richtig geil werden. Aber es hat mega Potenzial, richtig scheiße zu werden. Aber ich glaube, so diese Dungeons mit Rätseln, wo man irgendwie, genau, wo man sich dann so durchkämpft und rätselt und überlegt und am Ende kriegt man halt irgendwas Krasses, kann ich mir schon alles irgendwie ganz gut vorstellen. Bin halt echt mal gespannt, wie groß das Spiel wird und wie sehr einem dieser Trailer halt einfach nur Bock macht. Aber letztendlich ist nur mehr Style als Substance ist. Aber allein dieser Level mit den Spinnen, den man da sieht, da könnte ich jetzt schon, da habe ich jetzt schon keinen Bock mehr. Ich bin hier wie Hermine hat doch dieses hier Helfer oder wie das heißt, diese elfenfreundliche Organisation gegründet. Und ich bin im Grunde dasselbe gegen Spinnen. Ihr spinnt doch. Die Anti-Spinnen-Vereinigung von Simon Kretschmar. Das schreibe ich mir auf. Ihr spinnt doch. Für eine Welt ohne Spinnenlevel. Das können wir mal machen. Da kann man mal eine Werbekampagne. So, da kann man mal eine Werbekampagne machen. Für Medien ohne Spinneninhalte. Das ist meine neue Vereinigung. Da könnt ihr euch gerne hinten anschließen. Und dann gehen wir zusammen, demonstrieren wir vor der E3. Stehen wir vor der E3. Ihr spinnt doch. You are spinning. Ja, was haben wir noch an Spielen? Denn es gibt natürlich viel, viel mehr, das wir uns noch angucken können. Ich kann ja mal was reinwerfen, was hier wunderbar reinpasst. Da müsst ihr euch jetzt gerade keine Gedanken machen. Und zwar Herr der Ringe Gollum. Das ist nämlich auch so ein Spiel, wo ich nur weiß, es gibt Gameplay Overview Trailer, ja, das könnte schon der richtige sein. Nein, ich will kein Gerede. Ich will den Trailer. Na, okay, nee, das ist nicht das, was ich will. Ich muss dann wohl den Teaser-Trailer einfach nehmen. Jeder ist Herr-der-Ringe-Fan, gerade auch wieder zum Jahreswechsel an Weihnachten rum und so, da werden eben all diese Sachen ausgepackt. Und es kann Crap werden. Aber es hat so ein Stealth-Gameplay und hat natürlich den großen... Moment, wo ist denn hier? Ist kein Ingame. Ach, habe ich das hier weggemacht? Ja. Entschuldigung. Es soll so ein Stealth-Game-Setting sein. Und da hat man natürlich nicht nur die Musik, sondern auch die Grafik und all das, was... Also die Optik, all das, das Design, alles, was man mit Herr der Ringe verbindet. Und Gollum ist ein sehr beliebter Charakter. Man kann sich ja was draus machen, aber gerade Gollum wurde schon sehr, sehr explizit auch beleuchtet. Also das kann echt auch nichts werden, der Chat sagt's auch, aber ich bin noch offen für...
Ja, okay, viel mehr sieht man jetzt wirklich nicht. Ich müsste mir dann mal, glaube ich, genauer angucken, was die Entwickler so dazu gesagt haben, was man so ein bisschen erwarten kann, ne? Und vor allen Dingen, warum soll ich mir das geben? Was genau macht Gollum denn zu einem? Wer hat sich Gollum angeguckt? Ein Typ, der über Jahrhunderte in einer kalten Höhle sitzt und einfach nur seinen Ring anstiert und alten Fisch isst, roh. Nee, also alt, es sind alte Fische mit so einem Bart, aber sie sind noch lebend, also roh. Und die sich einfach reinreibt. Was ist da, wer hat sich das angucken und gesagt, ey, Idee, aus dem mache ich ein Spiel. Das bietet sich doch an. Gucken wir mal. So, gab's schon Hellblade 2? Ich wusste noch nicht mal, um ehrlich zu sein, dass das rauskommt. Ach nee, natürlich Hellblade. Ich hatte was ganz anderes im Kopf. Okay, es gibt ein Hellblade ist ein sehr schönes Spiel, was auch unter anderem um also es geht um psychische Krankheiten unter anderem, aber es ist halt auch ein mysteriöser Horrortitel von Ninja Theory über eine Frau, die besessen scheint im Wikinger-Zeitalter. Da sind wir wieder. Die Wikinger sind auf jeden Fall die neue Fantasy sozusagen, das neue Setting, wo sich alle eignen. Da machen wir jetzt was mit. You might see me as weak, but I will show you what lies behind my eyes. Das ist sehr Kick-Ass auf jeden Fall. Gefällt mir jetzt schon. We will embrace our suffering, soothe our scars of grief, and break their siege of our minds. You may see them as gods, but we will show you what lies behind their eyes. Wait. Das ist das, auf jeden Fall der USP auch vom ersten Teil. Diese Atmosphäre mit den Stimmen. To risk your own life for what you believe is your sacrifice to make. To lead others to death brings a different kind of burden. One that Senua would have to learn to bear. Also ich bin wirklich großer Fan vom Original, vom ersten Teil, auch weil diese Atmosphäre direkt am Anfang, wenn ihr wirklich Senua's Sacrifice, glaube ich heißt es, Hellblade ist es? Ja, also den ersten, wenn ihr den noch nicht gespielt habt, holt ihn euch mal. Look at the bones, that's going to be you. That's going to be everyone. No one's ever killed a giant. Stay down. Those whose eyes are clouded by fear are besieged by the ghosts that haunt them. Senua saw that to win the war we must break this siege. Break it with an unshakable truth. Break it with an impossible feat. Penis. Get ready. It's about to start. Then fire. Get ready. Now's the moment. Get ready. You can do this. First the iron, then the fire. Yes. Yes. No! Yes! Take me from Shane Wall.
jetzt sag mal bitte nicht, dass das nicht einfach einer der geilsten Gameplay-Trailer ist, die ihr mal gesehen habt. So, das ist halt einfach der Anfang vom Spiel, nehme ich an, oder ein Teil des Spiels. Das ist halt echtes Gameplay. Es ist wirklich genau so spielt, weil der Vorgänger war schon so ähnlich, nur nicht so krass. Mann, ey. Ja, es freut mich sehr, dass Hellblade so ein Erfolg war. So ein... Wie heißt das? Also so unter der... Also ein Geheimtipp. Es war erst ein Geheimtipp. Und hat sich durchgesetzt einfach. Und der zweite Teil zeigt jetzt wirklich mal, was eigentlich in dem Franchise drinsteckt. Weil es ist wirklich endlich mal auch endlich eine weibliche Rolle, die ich richtig gut finde. Also ich meine, gibt es einige natürlich, aber es ist halt irgendwie nicht so einfach so draufgesetzt, sondern irgendwie ergibt es total Sinn, dass es eine Frau ist, die trotzdem auch stark ist, die enorme Stärke hat und so. Das ist geil gemacht. Aber sie ist halt auch fucking batshit crazy. Das sollte man vielleicht auch sagen. Aber das macht's auch echt geil. Also diese Stimmen, die hört ja nur sie. Und viele Sachen, die sie sieht, sind auch nicht real. Ich habe zum Beispiel vor der Höhle erwartet, dass die Kamera dreht und alle anderen gar nicht da sind, dass sie die sich alle einbildet. War dann aber nicht so. Aber das hätte durchaus auch sein können. Alter! Also da freue ich mich wirklich sehr drauf. Ich empfehle euch sehr, wenn ihr Hellblade 1 nicht habt in eurer Liste, das gehört auf jeden Fall rein. Ich habe nur ein Problem mit dem Spiel, was auch dazu geführt hat, dass ich es bis heute noch nicht durchgespielt habe. Das eine ist, dass ich es immer parallel ab und zu in VR spiele. Es hat nämlich so einen VR-Modus, wo man von weit weg so quasi auf die Szenerie drauf guckt. Und die Figur dann so klein, relativ klein sieht. Und dann gibt es noch einen Modus, glaube ich, hinter der Person. Also das ist der normale. Ich glaube, den gibt es auch in VR. Auf jeden Fall ist das halt so eins von diesen Spielen, wo man sehr nah beim Protagonisten ist und sehr im Spiel drin und sehr den Protagonisten auch seine Gefühlswelt kennenlernt. Und dann hat es aber so Rätsel. So komische Rätsel, wo du irgendwie verschiedene Symbole in der Umgebung erkennen musst. Und die so anordnen musst, indem du dich bewegst und zur richtigen Stelle bewegst, dass sie sich überlagern. Ihr kennt diese Art von Rätsel und dann ein Symbol ergeben. Und das empfand ich als mega nervig. Also die Parts haben mir nicht gefallen, die Rätselparts haben mir irgendwie gar nicht gefallen. Ich nehme an, dass sie die diesmal zugunsten von etwas spektakuläreren Action-Szenen irgendwie vielleicht ein bisschen abschwächen. Aber es ist ein Titel, den ich euch unbedingt empfehlen muss, weil sonst könnte ich nicht schlafen. Okay, jetzt haben wir hier A Plague Tale 2, warum nicht? Ich merke gerade wieder, wie viele Sachen es noch gibt, die man sich angucken muss. Das ist echt krass. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ihr könnt euch also, müsst nicht ärgern, wenn euer Spiel noch nicht dran kam. Ich werde gleich dann auch nochmal gucken, welche Sachen man findet, die vielleicht noch ein bisschen geheimtippiger sind. So, vor 6 Monaten rausgekommen der Reveal-Trailer und dann gibt es noch einen Gameplay-Trailer. Naja, Moment, dann nehmen wir den Gameplay-Trailer. Ich bin echt mittlerweile kein Fan mehr von diesen CGI-Sachen. Under the wide and starry sky. Dig the grave and let me lie. Amicia, come! Hugo, I'm right behind you! Glad did I live and gladly die. And I laid me down with a will. Impossible. This be the verse you grave for me. Come on, you've seen Westernis. Here he lies, where he longed to be. Home is the sailor, home from sea. And the hunter, home from the hill. Your brother. We have to carry on. Das ist auf jeden Fall der unique selling point, um es kurz gesagt zu haben, die Ratten. Oh,
Man sieht wenig davon in diesem Trailer, falls ihr das Spiel nicht kennt. Nicht, dass ihr, man sieht aus wie ein generisches, wie, also nicht wie generisch, aber eben wie jetzt viele andere Spiele, die wir gerade gesehen haben. Aber ganz im Ernst, da müssen wir eigentlich nochmal gucken, ob es da nicht noch Gameplay, mehr Gameplay gibt, weil... Game Trailer. Okay, dann nehmen wir mal den World Reveal Trailer von früher. Denn im Spiel geht es natürlich primär um diese Rattenplage. Das ist so ein bisschen wie. Es ist so ein mittelalterliches, postapokalyptisches Spiel, in dem diese Rattenplage eine sehr essentielle Rolle spielt. Und ich glaube, unsere Protagonistin, zumindest die Mutter davon im ersten Teil, kann. Also findet ich immer wieder Mittel und Wege, um dieser Rattenplage zumindest zu entkommen. From all of us. From what we do to him. Und ich glaube, das ist jetzt die Tochter, nehme ich an. Es geht um die Pest, sagt der Chief. He's my brother. And I would die for him. Also das, die Pest sah auf jeden Fall nicht so aus. Aber, ja, Alter. Ihr könnt doch auch einfach normal laufen. Alter, ey, das ist hier, wenn die Quarantäne wieder reinkommt. Das ist Black Friday. Okay, laut Chat ist es nicht die Mutter oder Tochter. Das ist schon mal gut zu wissen. Ja, jemand schreibt da World War Z mit Ratten. Ja. Kann man schon irgendwie machen. oh, da schreibt gerade jemand hier. Mal sehen, wie viele Spiele NFT verseucht sein werden. Konami macht es ja gerade vor und Square ist ja auch ganz begeistert. Also, ich halte mich aus dem Thema ein bisschen raus, wobei der Tim von Game 2 mich angefragt hat für eine Folge Press Select zum Thema NFT in Games. Ich bin da ja, ich habe da gerne eine andere Sicht, wie ihr euch sicher denken könnt. Ich finde das gar nicht so schlimm, aber vielleicht sehe ich nur irgendwelche Downsides nicht, was das Thema NFT angeht. Ich will damit jetzt gar nicht anfangen, nur kurz, damit ihr einmal, vielleicht ist es auch ein bisschen Training für mich, weil ich ja vielleicht in diesem Press-Select sitze, aber jetzt überlegt euch nur mal ein Setting. Na, Moment, ich hab mir ein, zwei Ideen aufgeschrieben. Moment. Das ist, finde ich, ein guter Moment, um mal kurz diesen Gedanken zu testen. Also, folgendes. Jetzt, es ist so. Ich bin ja im Thema Krypto seit Anbeginn eigentlich sehr interessiert und NFTs sind ja jetzt auch nur eine Weiterentwicklung von eigentlich dem, was es halt schon mit den CryptoCats ganz vor vielen Jahren gab. Und Jahre davor waren es eigentlich die Erfindung von Smart Contracts, die das überhaupt alles heute so ermöglichen. Das ist ja heute alles so eine Mischmasch aus verschiedenen technologischen Errungenschaften, die wirklich nicht schlecht sind, die zum Teil auch schon überall benutzt werden. Ihr kriegt das gar nicht mit. NFTs, so wie man sie in der Popkultur oder in South Park jetzt gerade kennengelernt hat, sind ja eigentlich nur, ich vergleiche es wirklich immer nur mit einer Box, einfach ein Behältnis und du kannst halt wirklich alles reintun. Ja, du kannst da ein dummes JPEG reintun und Vollidioten zahlen dafür dann richtig Geld in der Hoffnung, dass andere größere Vollidioten, die Theorie des größeren Idioten, dass irgendein anderer größerer Vollidioten noch mehr Geld zahlt und alles. Ne? Das ist ja klar, dass das für viele doof ist und auch irgendwie Quatsch und für von außen ein bisschen so aussieht, als würden die alle völlig durchdrehen und als wäre das so die spätrömische Dekadenz der Kryptoszene oder so. Das alles außen vor und das will ich gar nicht thematisieren, da habt ihr sicherlich mit dieser Meinung auch nicht unrecht. Was ich aber jetzt meine, ist nur mal ein Beispiel. Also, warum denn nicht sowas wie, ich kaufe einen NFT, der ist aber eigentlich, es ist ja wie gesagt nur eine Box. In der Box drin ist sowas wie ein Abo-Modell für Spiele eines Publishers oder ein Abo-Modell für Spiele von so einem dieser kleinen Entwickler. Die also, ne, diese ein, zwei, drei Mann-Entwickler, die halt immer sehr lange brauchen, bis ihre Spiele rauskommen und nie genug Geld haben, die könnten immer mehr Geld für neue Leute haben, aber die machen das fast alleine. Wenn ich jetzt dem einen NFT abkaufe, der irgendwas darstellt, ist ja egal, es muss noch nicht mal visuell sein. Es kann für mich auch einfach ein Häkchen sein, dass ich alle seine Keys bekomme, zu allen Spielen auf Lebenszeit. Und dafür zahle ich einmal 100, 200, 300 oder auch, würde ich nicht machen, aber 1000 Euro oder so. Dann wäre das möglich, das so zu programmieren, dass das funktioniert. Dass der Besitzer dieses
dieser NFT-Box sozusagen alle Spiele dieses einen Entwicklers bekommt, weil man das so programmiert hat und er sich an seinen Teil des Deals hält. Also das ist nur eine Idee, wie man sowas auch positiv sehen kann. Ich würde euch nämlich gerne mal erklären, dass man sowas halt auch positiv sehen kann. Dann hat man sowas, und ich spiele ja überhaupt kein GTA 5, aber GTA 5 hat ja ein Geldmodell, ein Ingame-Währungsmodell. Und was ich furchtbar finde, ich spiele GTA 5 nicht mehr, sobald der Online-Modus da war und es hieß, so, und ihr müsst echt Geld kaufen, war für mich der Ofen aus. Dann dachte ich mir, nee, habe ich keinen Bock drauf. Kann ja sein, dass man auf andere Art Geld kriegt im Spiel, ich weiß es nicht. Aber warum denn nicht sowas wie bei GTA machen, dass man sagt, man hat ein Ingame-Währungsmodell, das kann man sich von mir aus auch kaufen, wenn man muss, aber man bekommt auch quasi, wenn man spielt, bekommt man einfach für die Spieldauer, bekommt man quasi Ingame-Währung und sammelt die an. Das kann dadurch, dass das kann auch in irgendeiner Form von einem NFT sein, den man kaufen muss, und dann bekommt man dieses Perks, kann aber alles möglich sein. Ich meine nur, warum denn nicht durch das Gamen, so wie es ja bei Twitch auch ist mit dem Zuschauen, ihr bekommt Moneten, bekommt ihr, wenn ihr mir zuguckt. Und schon vor Jahren wollte ich für Rocket Beans was machen, dass man Boins bekommt, wenn man Rocket Beans zuguckt und die dann wiederum für was anderes ausgeben kann. Das kann sein, dass das ein Rabatt ist, das kann aber auch sein, dass man etwas komplett nur mit diesen Boins oder mit den Moneten oder dann auch mit den GTA 6 NFT-Dollar kaufen kann. Das ist eine andere Möglichkeit, wie man halt was Positives rausholen kann, wo man sagen muss, okay, du machst einmal eine lustige Sache mit, NFT irgendwas, kaufst irgendwas und kriegst damit dann halt das Perk, dass du Ingame-Währung auch selbst generieren kannst und nicht. Du kannst zum Beispiel, wie wäre es, wenn du sowas wie ein GTA 5 Bitcoin-Miner kaufen könntest, der dann auch dir gehört, der im Spiel dir gehört, der ist natürlich nur ein Alibi, um diese Währung im Spiel zu generieren. Das heißt, dann musst du nicht mehr echt Geld zahlen, weil du hast einmal was gezahlt, das kann ja auch weniger kosten als immer regelmäßig jetzt Geld irgendwie kaufen, ne? Was ja wirklich auch Leute machen für GTA. Also ich will nur, dass man mal denkt, das kann auch positive Aspekte haben. Und also eine Sache, die auf jeden Fall kommen wird, die ich auch nicht schlecht finde, und damit bin ich dann auch durch mit dem Thema. Ich sammle ja zum Beispiel auch keine Punkte bei, ich habe tatsächlich eine Karte für irgendein Café ist hier halt häufig. Und da ich da häufig bin, habe ich irgendwann so eine Karte und habe dann auch bis ich dann irgendwann mal einen kriege. Ne? Aber diese Abo-Modelle oder diese Sammelpunkte-Modelle kann man auch blöd finden. Aber warum eigentlich sich darüber aufregen? Es kostet einen ja nichts, ne? Warum nicht NFTs kaufen lassen mit der Ingame-Währung von GTA? Warum nicht sagen, echtes Geld musst du nicht bezahlen für diesen NFT? Aber wenn du ihn hast, ist er Teil dieser NFT-Bubble und kann einen Wert haben oder auch nicht. Die Steam-Bilder, die man kriegt, die haben doch auch keinen Wert. Nur weil die in 100 Jahren NFTs sein könnten, haben die ja trotzdem noch keinen Wert. Die haben den Wert ja nur, wenn ihr oder andere Leute dem einen Wert gebt. Was ich aber noch sagen wollte ist, was ich smart finde und cool finde, ist, dass den Entwicklern in Zukunft ermöglicht wird, alle Elemente aus Spielen zu verkaufen, versteigern. Das kann ja auch zu einem guten Zweck sein. Das kann ja auch sein, um ein halbes Jahr mehr Entwicklungszeit sich gönnen zu können, finanziell. Das kann ja auch sein, um ein paar Entwickler reinholen zu können, die helfen bei irgendwelchen Code-Geschichten. Oder es kann ja auch sein, um irgendwelche aktuellen Memes zu befriedigen, um quasi die Aufmerksamkeit an dem Grundthema, nehmen wir jetzt mal wieder GTA oder irgendeine andere Spieleplattform, zu befriedigen. Ne? Und warum denn nicht? Warum? Ich meine, wenn Ubisoft kriegt ja immer Hate ab, aber wenn Ubisoft Bock hat, jedes Ingame-Item oder so jede Figur, jede Textur, jedes von diesen mittelalterlichen, viktorianischen Gemälden, die sie da nachmalen oder vormalen. Ich weiß gar nicht, ob die original sind, ob die quasi eine Vorlage haben oder ob die sich ausdenken. Warum die nicht kaufen? Wenn es Leute gibt, die dafür zahlen, muss man sich doch fragen, was habe ich dann da dagegen? Wenn ihr jetzt sagt, diese ganze Ökodiskussion, dass ja so Bitcoin, dass das ja so viel Mining, also Stromkosten sind, da stimme ich euch zu. Das ist aber auch Bitcoin. Das ist wieder was anderes. Wenn man jetzt diese ganzen anderen, gerade Ethereum und die zukünftigen sowas wie hier Ultra.io wird so ein Krypto-Steam demnächst, das gibt es schon, aber das rollt jetzt dieses Jahr aus. Und
die sind halt schon ziemlich weit. Also bei denen wird halt jeder Publisher den Kram auch in verschiedenen NFT-Varianten anbieten können. Wie gesagt, das wird sich ja weiterentwickeln. Das wird nicht bei Bildchen oder GIFs oder Videos oder 3D-Modellen bleiben, sondern das wird sich auf eine Art weiterentwickeln, die man wahrscheinlich jetzt wieder, wie immer, schwer absehen kann. Und irgendwann werden alle sagen, ja, am Anfang war es echt Quatsch, aber mittlerweile ist es alles sinnvoll. Warum denn nicht? Warum kann ich mich nicht, wenn ich über Patreon spenden kann für Star Citizen und mich dann später aufrege, dass sie es dann doch verkauft haben, obwohl ich es ja mitfinanziert habe, oder bei Oculus war es ja genauso ein Ding, haben sich Leute zu Recht aufgeregt, wir haben das gekickstartet und dann verkaufst du es nochmal mit, ne? Also du finanzierst was Crowd und dann verkaufst es aber und behältst die Kohle. Hätte eigentlich jeder von diesen Frühinvestoren ja was ausgeschüttet bekommen müssen. Was ich meine ist, wenn all diese Leute anfangen, quasi die Inhalte direkt im Vorfeld schon zu verkaufen oder währenddessen und damit dann sich die Entwicklung finanzieren können, dann ist das ja primär jetzt erstmal nichts Schlechtes. Ihr müsst es ja nicht kaufen. Es wird, finde ich, nur schlimm, sobald an den Besitz dieser NFTs irgendwelche Features und Perks geknüpft werden, die dem Spieler irgendeinen Cheat-ähnlichen Benefit geben. Also wenn ich jetzt in jedem Multiplayer-Spiel, weil ich den Big Head Mode NFT habe von EA, dass ich dann bei jedem, das ist übrigens eine sehr gute Idee, oh Gott, bitte sagt das nie EA, aber stellt euch das mal vor, du kannst einen Big Head Mode im Multiplayer-Modus für alle anderen aktivieren und dann bist du hinter deiner Deckung und plötzlich ist dein Kopf riesig. Und dann kann ich dir einen Headshot geben. Das wäre nicht fair. Das wäre Pay to Win, das ist klar. Aber, ey, keine Ahnung, wenn ich jetzt für die Master Chief Hasenhelmohren mir irgendwie einen von 1000 verfügbaren Hasenhelmohren Mjölnir Rüstung NFTs kaufen kann, ich sag nicht, dass ich es machen würde. Ich besitze keinen einzigen NFT. Nur so. Also, mein Gott, dann mach das doch. Also mich stört's nicht, solange das für dich Kosmetik ist oder für dich ein Tauschmittel. Mir ist doch egal, warum das jemand macht. Aber ich will nur sagen, ich will's nicht zu 100% verteidigen. Und ich höre jetzt auch auf mit dem Thema. Ich wollte nur mal sagen, dass das tatsächlich alles ein bisschen differenzierter auch gesehen werden kann als früher. Als wirklich das alles noch dumm war und simpel und man auch zu Recht meckern konnte über das Thema an sich, muss man doch mittlerweile sagen, es hat sich seitdem extrem weiterentwickelt und bietet wirklich immer mehr Möglichkeiten, auch was wirklich was Cooles mit dieser Technologie zu machen. Seht's einfach als Rollen. Irgendwelche Rollen, die man dann alles Mögliche dran machen kann. Und dann kannst du das halt rollen, statt dass es nur rumsteht. Also man kann auf jeden Fall was damit machen. Es ist wie die Erfindung des Rades in einer gewissen anderen Form. Und es gibt schon lange. Es ist nur jetzt irgendwie, hat es gerade so den Durchbruch in der Popkultur. Und deswegen habe ich jetzt kurz was dazu gesagt. Okay, jetzt bin ich wieder bereit für eure Themen, weil ich weiß, dass ihr jetzt noch ein bisschen darüber reden werdet. Fange ich mal an mit einem Spiel, das ich jetzt hier aussuche. Moment. Und zwar, auch wenn ich gar nicht weiß, ob man das hier findet jetzt. Ja, tatsächlich. Okay, und zwar freue ich mich, und das ist jetzt eigentlich nichts wirklich mega krasses, es ist nur für mich toll, weil ich eben Fan bin, aber es ist ja eigentlich nur ein Remake, oder ist es ein Remaster sogar nur? Remake, doch immerhin. Und zwar von Dead Space, einem der besten Horrorspiele, die es gibt. Wir gucken mal rein. Geil. Auch mit diesem Ja, ich bin gespannt, ob da auch Ingo wieder am Anfang seine berühmten zwei Sätze hat, bevor er stirbt. Ich bin absoluter Hardcore-Dead Space-Fan. Wir haben ja auch nicht umsonst, kann ich auch kurz mal zeigen, für die paar Leute, die es noch nicht mitgekriegt haben, aber auf meinem Kanal findet ihr auch ein komplettes Dead Space 3 Let's Play. In diesem Fall ist seit ein paar Tagen erst das Finale draußen. Da spielen wir den dritten Teil Co-op mit Anton, das ist der Content Manager von Rocket Beans, findet ihr unter TonyMaroney32 auf Twitch. Ich versuche ihm immer noch einen neuen Namen abzuschwatzen,
weil der einfach zu lang und zu kompliziert ist, aber er wird schon irgendwann was finden. Warum nicht eigentlich Tony? Ist wahrscheinlich schon weg. Ja, und das ist jetzt der dritte Teil, der wurde dann nicht mehr so gut aufgenommen, weil er zu viel Action war und irgendwie durch den Koop-Modus seine Atmosphäre verloren hat. Aber es gibt natürlich auch, wenn ihr unbedingt wollt, könnt ihr auch mit mir Dead Space After Dark gucken. Und zwar habe ich da das komplette Dead Space 1 durchgeschoot. Und da sieht man auch mal, wie es aussieht. Da sieht man auch, dass es grafisch schon eine Verbesserung. Da! Exakt, das ist ja mal geil. Was für ein Glück. Das ist exakt die Stelle, die wir gerade gesehen haben. Hier ist die Bank. Hier ist eben die erste Info. Schneid ihnen die Glieder ab. Ja. Und das ist wirklich ein Remake, das es mal verdient hat, weil viele Remakes, denke ich mir entweder, naja, das Spiel war jetzt schon nicht so gut, oder ich denke mir, das war doch erst 3 Jahre her, so gefühlt, das sieht doch immer noch gut aus, da brauche ich kein Remake. Aber in dem Fall ist das Spiel verdammt lange her schon und es würde enorm profitieren, dass man es nochmal mit dem heutigen Wissen über Spiele und auch Dramaturgie und mit der heutigen Technologie vor allen Dingen nochmal ansehen könnte. Mein Gott, apropos ansehen, ich bin gerade völlig fasziniert. Ihr seht das ja nicht, ne? Moment, ich mach das mal gerade weg. Achtung. Moment. So, und jetzt passt mal auf. Moment, muss das gerade, Moment. Nee, so rum. Ich will das gerade anpassen. So, so. Okay, das macht wahrscheinlich auch nur mir Spaß. Mann, da sehe ich mich. Da sehe ich mich ja wieder. Da bin ich ja hinter mir. Hinter mir bin nochmal ich. Das ist ja geil. Das ist brillanter Content. Endgame-Content hier bei Monofficial. Ja, das ist, wie gesagt, Dead Space. Ich kann es euch nur empfehlen. Ich habe es auf meiner Liste. Außerdem wollt ihr was sehen? Gute Frage. Ihr redet doch ein bisschen über NFTs. Hier eine gute Meinung, die ich nur bestätigen kann von Jariku. Anton ist meiner Meinung nach der most underrated MTV-Mitarbeiter ever. Der Typ ist echt super. Wobei, er ist nicht underrated. Also wir wissen schon, was wir an ihm haben. Aber er ist natürlich dadurch, dass er jetzt halt nicht... Also er macht halt wenig On-Air-Kram bei uns. Dadurch ist er natürlich nicht so präsent wie jemand wie ich, der in jede Kamera seine Fresse reinhält, ob man ihn fragt oder nicht. Jetzt habe ich hier was, das kenne ich noch nicht. Fand ich interessant. Stray. Das weiß ich überhaupt nicht, was das sein könnte. Okay, ein Katzenspiel. Da gucken wir mal rein. Das ist interessant. Blue 12 Studio. And today... So. In Stray, you play as a cat who has fallen inside the mysterious and forgotten city. Separated from his family and injured, he will have to explore and survive in this unwelcoming environment. From the cat's unique point of view, players must navigate their way through the dangers of this unfriendly place and use the cat's skills to solve puzzles and uncover mysteries along the way. Also allein schon durch den ungewöhnlichen Protagonisten und diese Rätselstruktur, die man da sieht, ist das schon jetzt ein Titel, den ich unbedingt spielen will. Ist natürlich toll. Ja, es erinnert mich ein bisschen tatsächlich und auch jemanden im Chat an Stephen Kings Katzenauge. Hat aber, glaube ich, nichts damit zu tun. Da gibt es keine Roboter. Along his journey, the cat will meet a small drone named B12. Using the drone's ability to interact with objects in the world and communicate with the strange inhabitants. Entschuldigung, ich muss kurz eine E-Mail schreiben, beziehungsweise kurz eine Sache. Forgotten community of human-like machines. Warum hat sie ein iPhone dabei? What?
Okay, ich glaube... Okay, es ist eine Sci-Fi-Welt. Okay, das ergibt total Sinn. Of course a cat will always be a cat. And his adventures will be filled with friendly and playful interactions with his new world. Also es scheint ja eine Androidenwelt zu sein, in der eine Katze ihren Weg findet. Was ja durchaus für die Katzen also spricht. Und Katzen sind so. Denen wäre es egal, wer ihnen die Schüssel voll macht oder ihnen den Rücken krault. Running fast, jumping and using stealth to avoid dangers will all be vital if you want to escape this city and be reunited with family. Mein Gott, was die Katze alles kann! Die hat ein aufregenderes Leben als ich! Was sind das für Kleine? Das hat so ein bisschen die... Ja, das sind vielleicht die Aliens aller... das erinnert mich natürlich jetzt an Half-Life, an die Facehugger so ein bisschen. Vielleicht sind das die Wesen, die die Menschen ausgerottet haben. Oder das sind einfach Wesen, die nach dem Ende der Menschheit irgendwann entstanden sind. Unless you find a way to defend yourself, and the prey might become the hunter. Ah. Also man muss zugeben, sie haben sich scheinbar schon echt Mühe gegeben, spannende Situationen in diesem Katzensetting zu finden. Stray is coming to PlayStation 5 and PlayStation 4 in early 2022. And we can't wait to show you more. Seine Gitarre ist auch toll. Okay, die Musik hat mich jetzt komplett überzeugt. Bin sehr, sehr angetan davon. Okay, Horizon Forbidden West. Das ist nämlich auch was ganz Besonderes. Ihr kennt natürlich auch vor 2 Stunden. Nee, Moment. Moment, ist der, was ist das hier? Das ist ja geil. Vor 2 Stunden ist der erst veröffentlicht worden. Da gucken wir doch mal direkt rein. Da bin ich komplett ruhig, halt die Fresse, viel Spaß. Ja, kennt ihr. Horizon kennt ihr. Sieht wundervoll aus. Hat so eine Art Roboter-Dinosaurier. At the eastern edge of the Sundom, the Oseram stake their claims on the frontier. Tinkers, builders, revelers. Meanwhile, the Karja guard their border, afraid of what lies beyond. In the Forbidden West, in Plainsong, a red blight consumes the fields. Sorry. Threatening to destroy the cycle of life and rebirth. The Utaru sing to heal the land. But no hymn will save them. And further west, the Tanakhth. 3 clans. Each as different as the lands they dominate. After generations of bloodshed, they now cling to a fragile peace, faced with a new enemy. Regala and her rebels. Yet as deadly as they are, there are rumors of an even stronger tribe. Strangers pass the shore, searching for secrets on the very edge of the West. Also, man kann es natürlich nicht so viel aus diesem Trailer schließen, außer dass es unfassbar gut aussehen wird. Hier sehen wir jetzt genau Slithering Boss Fight. Okay, das machen wir mal so. Willkommen zu einem. Ja, vielen Dank an dieser Stelle an, wo ist das her? Wo haben wir das hier? Wer hat das zusammengefügt? Der Sorbus. Ich lass mal laufen und hoffe einfach, dass hier noch was kommt. Ja,
Ja gut, von der Optik hätte ich lieber einen anderen Trailer genommen. Egal, da sieht man jetzt mal einen Kampf und auch was unterschiedlich ist. Erstmal finde ich toll, jetzt macht er dasselbe. Mann, warum klaue ich auch von anderen Content-Creatern? Ist es das? Okay, dann nehmen wir die. So, hören wir da mal rein. Da sieht man halt wunderbar, wie man die verschiedenen Waffen nutzen kann, um sich gegen diese großen Wesen zu wehren. Da, ich weiß noch, im Original konnte man sie eben mit so Seilpfeilen an den Boden pinnen oder auch schocken. Ich glaube, hi everyone. My name is Matthijs de Jonge. Ich muss es vorspulen, weil wir nicht so viel Zeit haben. Aber ich glaube, dass gerade so, was wir gesehen haben, das Benutzen des Fallschirms beim Herunterspringen, dieses holographischen Schirmes, ne, das ist, glaube ich, eine richtig gute Idee. Ich weiß nicht genau, ob es die vorher schon gab, weil ich habe das erste nicht durchgespielt. Aber ich kann mir da diese Kombination aus diesen ganzen Perks und Features kann ich mir sehr gut vorstellen. Gerade im Kampf gegen so ein großes Wesen, weil man da häufig entkommen muss, was machen muss, woanders auftauchen muss. It's okay. Hallo, Grüße an alle, die von GNU kommen. Da seid ihr genau richtig, würde ich sagen. Wait, what happened? Where's Erend? Ambush. Ruins are crawling with raiders. They hit our camp hard. We ran and they chased us down. Erend was away from camp. Scouting. I bet he's still out there. What was that? Raiders got machines on their side. Claw Striders. Jetzt mal ernsthaft, man redet ja oft, wenn Gesichter in Spielen, redet man negativ drüber, weil es ein bisschen Uncanny Valley-esque aussieht. Aber hier, guck doch mal, wie toll dieses Gesicht aussieht, wie lebensecht das aussieht. Diese minimalen Mimiken, die man genau erkennt und die wirklich auch die Emotionen widerspiegeln. Das ist wahnsinnig gut gemacht. Die sind einfach so wahnsinnig gut darin. You should go after Erend. If they find him before you do, who knows what they'll do to him. No, you're injured. I have to. Don't worry about me. I'll make my own way out. Auch die Augen. Keep going. Okay. Yeah. Ja, gerade sagen es auch einige, es hat schon sehr knackige Farben. Ich finde es aber echt gerade deswegen auch gut, weil es ist gestochen scharf, unglaublich detailliert, hat diese knackigen Farben, die aber jetzt auch nicht übertrieben sind. What are raiders doing in these ruins? Is okay. Ah, Leute, es ist wirklich einer der Titel, der hat von Anfang an eigentlich viel versprochen, viel gehalten und wird seitdem, er geht, wenn überhaupt, geht er nur unter, weil es so lange zwischen Teil 1 und 2 so viele andere Titel gab und man echt irgendwann, okay, ich kriege gar keinen Überblick mehr, all diese Open, diese faszinierenden Open-World-Welten mit ganz vielen Geheimnissen und Charakteren und Story-Wendungen und ich kann das alles gar nicht mehr zusammenbringen. Ich kann das gar nicht alles gleichzeitig spielen. Ja, ein wirklich, jetzt ihr seht es noch mehr, ich lasse mal kurz noch ein bisschen laufen, das geht aber 20 Minuten. Ich will auch nur kurz noch mal was dazu sagen und zwar ärgert es mich bis heute, dass ich Horizon nicht fertig gespielt habe, weil das wirklich so ein Titel ist, der mich immer, wo ich mich immer drauf gefreut habe und dann hast du ihn und irgendwie kommen 10 Millionen andere Sachen dann und du hörst mal eine Minute auf und schon verliert man irgendwie
den Kontakt zu dieser Welt, möchte man fast sagen. Und dann muss man sich so wieder erst einspielen. Auch die Kämpfe sind ja so, dass man schon auch seine Waffen blind kennen muss, weil man ja immer zwischen den Waffen wechselt. Es ist ein tolles Spiel, auf jeden Fall. Ich ärgere mich wirklich, dass ich es noch nicht fertig gespielt habe. Hoffentlich kriege ich es noch zu Ende, bevor dann der neue Teil rauskommt. Aber es ist ja nicht mehr so lange. Also kann es auch gut sein, dass ich dann einfach mit dem zweiten neu einsteigen muss. Aber wenn ihr es selbst noch nicht gespielt habt, dann empfehle ich euch wirklich den ersten Teil. Es gibt, das wollte ich mir auch nochmal angucken, oh, ist das toll. Es gibt für den ersten Teil auf dem PC auch einen VR-Modus. Also eine Mod, inoffiziell. Und die würde ich auch gerne mal ausprobieren, weil diese Welt möchte ich mir... Oh, da geht dem Seemonster in mir aber wirklich eine Miesmuschel ab. Das möchte ich auf jeden Fall auch sehen. Die sehen ja alle so toll aus. Ich nehme an, God of War hat so eine ähnliche geile Unterwasseroptik. Mittlerweile hat das echt auch unter der Wasseroberfläche. Erst war die Wasseroberfläche das Problem, lange bei Spielen. Da hat man sich über darunter noch gar keine Gedanken gemacht. Und mittlerweile versucht man auch oder schafft man auch, das unter dem Meeresspiegel hübsch aussehen zu lassen. Ich höre gerade, für PSVR kommt auch ein Horizon-Spiel raus. Ja, da freue ich mich drauf. PSVR 2 wurde gestern angekündigt, mitten im Podcast zwischen Gregor und mir. Den ich euch sehr empfehlen kann. Ah, es ist natürlich auf der einen Seite, freue ich mich die ganze Zeit nur über die Optik, aber das Spiel selbst ist halt auch toll. Wie mühelos man dann auch im Spiel immer seine Pfeilspitzen craftet und man sammelt alles Mögliche ein, aber gleichzeitig muss man nicht irgendwie in einem Menü oder so, man macht das alles on the fly. Das war damals relativ neu noch und hat das Ganze halt echt angestoßen, das heutige Crafting, dass es alles ein bisschen einfacher läuft. Okay, es ist eine tolle, ich kann nur nicht, ich meine, guckt euch das Bild jetzt mal an, ne? Was hier alles an Details zu sehen ist. Das wäre früher alles nicht möglich gewesen. Also wir können uns das jetzt nicht komplett angucken, dafür reicht die Zeit nicht, denn ich habe ja um 19 Uhr mein Moin Moin auf Rocket Beans mit Ede. Ich überlege sogar, ob ich nicht sogar bis 19 Uhr einfach warten soll und dann schicke ich alle meine Leute zu Rocket Beans. Gucken wir mal, dass wir das irgendwie, vielleicht raidet ihr dann die Rocket Beans. Ah ja, danke, Raid übrigens an Gnu. Wir sind hier weiterhin bei den Hype-Spielen 22. Wir haben schon einiges hinter uns. Eine Sache, die ich direkt, weil ich weiß, dass das eh jemand sagen würde, aber ich muss es auch selbst nochmal sehen, ist Ghostwire Tokyo ein eigentlich... Ja, am Anfang, Moment, wir gucken erstmal in den ersten rein, in den Reveal-Trailer. Weil je konkreter man was vom Spiel sieht, desto eher, glaube ich, kriegt man auch das Spiel zu fassen und weiß irgendwann, was es wirklich ist. Also als erstes hat mich beeindruckt beim Trailer, als er damals vor einem Jahr kam, dass man endlich mal in den Straßen so von Tokio unterwegs ist, wie der Name ja auch schon sagt. Und dann hier diese Tempelstraßen. Die Bäume, das hat alles so was sehr Mystisches und erinnert schon wirklich sehr an ganz viele Bilder, die man da im Kopf hat aus anderen Spielen und Filmen. Es geht darum, als Geisterjäger durch Tokio zu wandern. Das sind alles verschiedene Geister. Und das war ein schöner, das war auch der Shot, wo ich direkt Bock bekommen habe. Da wird man irgendwie an so Titel wie Resident Evil und Co. erinnert. Man weiß genau, hier geht's los. Hier hast du jetzt gleich die Ego-Perspektive und dieser Typ mit dem Mantel kommt auf einen zu. Und dann sieht man, okay, es ist kein Third Person, es ist Ego-Perspektive. Das hat mich da erstmal überrascht. Aber die Musik und der ganze Style, das könnte was werden. Es kann aber auch sein, dass das Style over Substance wird und am Ende die Kämpfe langweilig oder immer identisch aussehen. Vielleicht gibt es von diesen Schulmädchen ohne Kopf einfach eine ganze Busladung, dann ist es nicht mehr so spannend. Also da muss man noch abwarten. Aber es hat viele gute Momente und es ist vor allen Dingen mal ein bisschen origineller. Ich finde so, asiatische Mythologie hat auf jeden Fall, ist noch unverbrauchter als unsere westlichen Mythologien. Ja, hier wurde ja schon doch ein bisschen was gezeigt. Und jetzt gibt's einen neuen Gameplay-Trailer. Mal gucken, was wir da sehen. Den kenne ich nämlich auch noch nicht. Oh.
die sehen geil aus, oder? Die Gesichter, also ich habe das Gefühl, als ob die bei den Gesichtern sich immer was überlegt haben. Wie man sie besonders seltsam machen könnte. Die Schulmädchen haben gar keine Köpfe hier zum Teil. When forced to face it. Still your fear. I will be her salvation. Mari! The time is nigh. The world rests on the precipice of transformation. Auch wieder ein sehr schönes Gesicht, nur aus Zähnen bestehend. A new age will dawn. Also ich muss sagen, dieser Trailer hat mir noch mehr Bock gemacht. Man hat das Gefühl, bei dem ersten Trailer hatten sie eher so Mock-up-Style. Sie hatten eher die Ideen, haben diese Szenen so gebaut und dann vielleicht auch sogar handanimiert oder so oder noch mit roughen alten Animationen. Und hier habe ich schon eher das Gefühl, okay, sie haben ein richtiges Spiel dahinter. Es sind nicht nur Szenen, die irgendwie gut aussehen oder passen zu dem Trailer, sondern es ist wirklich, man kann sich hoch und runter bewegen. Es gibt ein Quest-Menü, es gibt diesen ganzen, diese Aufgaben offensichtlich und auch Charaktere und Story. Also ich meine, nicht, dass man vorher das Gefühl hatte, es gab es nicht. Aber jetzt kann man sich's, finde ich, noch ein bisschen besser vorstellen. Und die Musik war geil. Also ich erwarte sehr viel von Ghostwire Tokyo, auch wenn das immer noch enormes Enttäuschungspotenzial hat. Weil ich glaube, man müsste mal so 15 Minuten, so ein bisschen wie bei Hellblade 2, was wir vorhin gesehen haben, so 15 Minuten müsste man mal erleben. Dann kriegt man ein besseres Gefühl. Wir können mittlerweile, wir wissen alle, man kann so easy getäuscht werden in Trailern. Man kann bei Spielen fast noch mehr getäuscht werden als bei Filmen mit Trailern. Deswegen müssen wir skeptisch sein, aber es hat Potenzial. Da bin ich auf jeden Fall fest von überzeugt. Selbst wenn der erste nicht so gut werden sollte, sage ich jetzt schon mal vorsorglich, hat dieses Universum schon Potenzial. Geile, groteske, asiatische, mythologische Monster in einer Hightech-City, so wie Tokio, mit einem eigenen Style, sage ich mal, den wir hier durchaus erkennen konnten, finde ich schon. Diese ganzen Kenji-Symbole und alles, oder auch diese Rauchentwicklung. Manches davon hat man schon gesehen, aber nicht alles. So, fand ich gut. Jetzt könnt ihr nochmal bitte eure Meinungen zu neuen Trailern reinhauen. Ich habe noch natürlich einiges, aber ich warte jetzt auch gerne mal auf euch. Und dann fange ich wieder an, meine Top-Titel euch zu nennen. So, jetzt hau mal Stalker rein. Okay, gut, das habe ich tatsächlich schon lange vor mir hergeschoben. Stalker 2, Heart of Chernobyl. Wieder so ein Titel, den wir damals bei Game One im ersten Jahr, glaube ich, haben wir das noch gemacht. Und schon damals hat mich am meisten, da habe ich den Beitrag nämlich gemacht für Game One, hat mir dieser Part am besten gefallen. Gut, dass die damit anfangen. Oh. Чего там? Готово. Ну и пошли они нахрен. Спасибо тебе. Ты многим сталкерам жизнь спас. Ну, давай, малюй картину маслом. Also das, ne, das sieht jetzt erstmal so aus, wie alles aussieht, aber das liegt auch daran, dass ich ganz viel an Stalker und solchen Systemspielen und so orientiert hat. Ну не знаю. Между аномалией и маслиной я уже лучше. Und das ist es nämlich. Deswegen spielt man Stalker, wegen dieser riesigen Welt mit Anomalien, wo man nie weiß, wo welche sind. Man muss so ein bisschen, man wird selbst zu diesem, wie so Aragorn. Nee, Aragorn? Ne, wie heißt der? Heißt doch der Waldläufer aus Herr der Ringe, der eigentlich der König ist, ne? Der ist ja mit der Wildnis quasi verbunden irgendwann. Der ist so einer, dem du sagst, hier, bring mal das Päckchen bitte 1000 Kilometer weit in die Stadt. Weil dem vertraut man. Der kennt den Weg. Und so ähnlich ist es hier, irgendwann, wenn man sich auskennt. Irgendwann kennst du das Land. Зона надоесть не может.
Говорят, ты знаешь, где вход в фундамент. Merkt ihr auch, wie die versucht wird, so eine Ruhe zu erzeugen im Spiel? Das ist nämlich, also auch im Trailer, das ist nämlich wirklich genau das Setting. Es ist alles down to earth, bis es dann explodiert und schlimm ist. Und dann ist es wieder ruhig. Слышал? Вот это культура! А ты одно и то же по кругу лобаешь! Сам же просишь. У меня музучилище, если что. О, мессия. Прошу прощения. Может, вам к ученым? Профессура. Они вам лабораторию найдут. Alle Monster hatten natürlich, waren so ne, Anomalie-Monster und konnten bestimmte Dinge machen, wie sich teleportieren. Да пошел ты! Зря ты так с друзьями. Ты же его на вылазки таскаешь. Чего-чего? А дружбы в зоне я точно не встречал. Это верно. Он мучился? Нет. Wir haben noch kurz, ich lasse noch mal kurz laufen. Он этого не заслужил. А пулю заслужил. Жаль, что ты так с ним поступил. Мне тоже. Считаешь, я не думал, как обойтись без его смерти? Она не могла быть свободна, пока он жил. Зато теперь... Посмотри на нее! Нет, Скиф. Я не отдам ее никому. Зона дала мне жизнь. Новую жизнь. Жизнь, которую я готов вернуть, если потребуется. Я буду защищать ее. Всегда. Diese Horrorelemente, die in all diesen Gebäuden und dem Reaktor und eben den ganzen seltsamen, seht ihr ja, Gebäuden, die ja mehr oder weniger von Monstern bevölkert sind, warten. Diese Momente des Horrors und der Atmosphäre, die sind so einnehmend. Куда ты теперь? Припять. Нужно с ним поговорить. Удачной охоты, сталкер. Das war jetzt natürlich nur so ein Mix, ne, aus einmal am Feuer sitzen und dann ein paar Gameplay-Szenen, aber glaubt mir, das wird einer der ganz, ganz, ganz großen Titel. Ja, komm, wir gucken nochmal kurz in diesen, der geht 1,46, ist nochmal ein anderer Trailer, der ist jetzt wahrscheinlich gerendert und so, so typischer CGI-Trailer. Gucken wir mal rein, damit ihr die Atmo mal mitkriegt. Die ist mir sehr wichtig, dass ihr das versteht, was, warum das Spiel so toll ist. In diesem Fall wirft man, um so eine Anomalie zu erkennen, wahrscheinlich eine Schraube. Könnte ich mir vorstellen. Und man wusste ja auch nie, was diese Anomalien bewirken, wie die funktionieren. Man musste immer so ein bisschen das so auf sich ganz vorsichtig rantasten und vor allen Dingen dann markieren und drumherum laufen. Du wolltest nicht reinlaufen. Das war auf jeden Fall das Wichtigste. Und es ist super gruselig, weil man die meiste Zeit alleine ist und alles um einen rum ist wirklich bösartig, kalt, unwirtlich, nass und fremd. Es sei denn, man ist dann wirklich mal in einer der kleinen Lager von anderen Kollegen und sitzt dann mit einem anderen Stalker am Feuer und der spielt Gitarre. Also das sind wirklich Momente, die werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Und die waren zum ersten Mal für mich so in Stalker 1. Das ist wirklich schon lange her, ja. Aber deswegen jetzt erst der zweite Teil. Wenn ihr Bock habt auf das Setting, sag ich mal, Tschernobyl historisch gesehen, dann empfehle ich euch natürlich die Serie Tschernobyl. Die ist heftig hart. Kann man eigentlich auch Triggerwarnung ausrufen, weil das ist auch nicht für jeden. Weil es echt ziemlich an die Nerven geht und emotional echt ein ganz schön
bricht. Aber es ist eine richtig gute Serie, Tschernobyl. So. Okay, mir hat jetzt gerade jemand drei verschiedene Titel genannt. Einen davon kannte ich, zwei nicht, deswegen fand ich es interessant. Obwohl, vier habe ich mittlerweile. Ich habe Dark Myth Wukong. Ich habe Frostpunk 2, das kenne ich natürlich. Midnight Fight Express, nie von gehört. Und Rough Justice 84. Ich mag alles mit Zahlen drin. Damit ich irgendeinen Grund habe, warum ich jetzt Rough Justice nehme. Ich mag irgendwie, es klingt wie ein Prügelspiel. Rough Justice. Sie sind die letzte Welle. Oh nee, es ist was völlig anderes, oder? Wir gucken mal rein in diesen Teaser-Trailer. Bin ich ja sehr gespannt. Be the head of a private security agency. Assemble your dream team. Choose from over 100 agents. I'm here. Select the right agent for the job. I'm going to need your best agent on this investigation. Deal with repossession, fugitive recovery, and private investigations. Okay, es ist eher eins von diesen Spielen, was so ein bisschen auf der Karte gespielt wird mit, was ohne wirklich... With your skills. Ohne wirkliche 3D-Ingame-Szenen auskommt. Das habe ich jetzt auch nicht erwartet. Right, ach, die Musik, ey. Eduard Laser, genau, die Eduard Laser Agency. But true evil deserves Rough Justice. Also, es hat mich noch nicht überzeugt, weil ich finde solche Wirtschaftssimulation, Strategiespiele, wie auch immer man sie nennen will, die müssen dann überzeugen beim Spielen, ne? Weil die ja visuell können die halt nicht viel bieten. Aber ich sag mal, die Idee in den 80ern ein Department zu steuern, finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Aber mal gucken, ich mach mal ein Fragezeichen ran. So, Midnight Fight Express. Angeblich soll ich das irgendwann mal geteased haben. Wundert mich nicht, dass ich das nicht mehr erkenne, weil einfach man ja auch wirklich irgendwann nur noch überfordert ist mit all diesen Spielen. Aha, da gucken wir mal rein. Das weiß ich nicht mehr. Ohne Scheiß, hier Official Trailer von der Gamescom 2020. Die Mucke ist schon mal okay. Ja, doch, genau. Das ist so ein richtig interessanter Martial Arts Titel, der halt gerade dadurch, dass er halt wirklich diese wunderschönen Prügeleien bietet, die halt auch, wie man sieht, von den Animationen allein, wie viele hier kämpfen, aber so wunderbar ineinander gehen. Man hat nicht so dieses Moment, okay, sie warten, sie laden die nächste Animation, sondern es geht nahtlos ineinander über. Kann natürlich auch nicht daran liegen, dass da jemand ganz genau weiß, wie man spielt, aber wer will sich denn nicht auf einem fahrenden Zug prügeln? Frage ich euch. Und danach im Kreis zusammensitzen. Ach, es ist ein Pillowfight. Okay, jetzt raff ich es. War ein Pillowfight, ne? Okay, kann man machen. Also, ich gebe dem auch mal, dem gebe ich auf jeden Fall mal ein. Ich guck mir an. Und dann habe ich noch was, das wurde auch mehrfach gesagt. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich würde sagen, 40 Minuten können wir noch. Wir hauen noch mal richtig was raus. Schreibt ruhig weiter eure Sachen in den Chat. Ich werde sie dann... Während ich mir versuche, alles andere hier quasi anzugucken, werde ich sie dann auch mir aufschreiben. Hier, Black Myth Wukong. Genau, als ich vorhin nämlich gesagt habe, dass mir dieses asiatische, mythologische sehr gefällt, haben das mehrere Leute gepostet, meinten, ey, guck dir das doch mal an. Und schon die erste Maske eben gibt mir ganz gutes Zeichen, dass das vielleicht, jawohl, genau was für mich ist.怀着各不相同的目的，你欲成前人未竟之业，修功德圆满。你执着后世传颂之名，求位列仙班。你想跳出三界之外，图个清净自在。还有你无所挂碍。 吃顿饱饭便善哉善哉，可我早就看穿了你们，满嘴的情怀大义，一心的世俗名利，唱什么命不由天，却不信自己才是天命之选。可悲的取经人呐！
Alter, okay, der Affengott. Ah, das ist das Affengott-Spiel. Ja, geil. Okay, das ist ja auch die... Das ist ja ein bisschen auch Dragon Ball und, ne, ihr kennt das besser als ich, den ganzen Kram. Aber das basiert ja alles auf diesen, auf dieser Legende, auf... Es sind wahrscheinlich mehrere Legenden. Da ape ich aber mal so richtig rein in dieses Spiel. Ich mag das. Einfach in den Trailer reingehauen. Warum nicht? Fällt einer die Klippe runter, habe ich ein bisschen geschubst. Ich will aber, dass das in den Trailer reinkommt. Der Affenmann. Hä? Mach dich locker, du Affe. Ja, der macht sich locker. Das ist mal ein Affe, der sich locker macht. Hammer. Finde ich jetzt schon unfassbar toll. Und ich erinnere mich auch schon wieder, als ich den Trailer dann das letzte Mal gesehen habe oder einen anderen, war ich genauso angetan. Da ist der Affenpenner. Das eine ist der Affengott und das ist der Affenpenner. Der Affendachdecker vielleicht. Oh. One apple a day keeps the monster away, ne? Oh, achtet mal auf den Schnee. Sowas finde ich immer schön. Immer so schön, wenn man die... Wenn die Entwickler so die Grafikmuskeln spielen lassen. Spielend leicht die Grafikmuskeln spielen lassen. Also wir halten fest, es ist ein Affe mit einem Prügel. Der prügelt andere mythologische Monster. Sicherlich sucht er irgendwas, was sehr, sehr wichtig ist. Wahrscheinlich ein Ring, eine Kette, ein Stein, ein, irgendwas Edles. Eine Person vielleicht auch. Vielleicht sogar eine versteinerte, edle Person. Und der Schnee und die Welt sollen eigentlich schon die Geschichte erzählen, glaube ich. Und es geht um Kämpfe, nehme ich an. Und vielleicht hier und da auch mal ein Rätsel. Aber vor allen Dingen um diese Mythologie und... Wahrscheinlich wie in God of War auch diese verschiedenen Hauptcharaktere dieser Mythologie, die untereinander ja mehr Ärger haben als in irgendeiner Soap Opera. Jetzt mal, er hat einen sehr schlechten Magen. Alter, aber ein ganz schön langes Schwert und wir haben nur den ollen Stock. Da können wir aber mal aufstocken, würde ich sagen, waffentechnisch. Ja, man sieht natürlich, auf der einen Seite könnte man sagen, es ist ein bisschen wie Dark Souls, aber was ist nicht wie Dark Souls, was ein Schwert hat und ein, und zwei Leute in einer Duellsituation. Oh, habt ihr das, ne? Habt ihr gesehen? Da haben die Grafiker gesagt, komm, mach den einen Move mal, wo der ganze Schnee, das wird alle, da werden alle mit offenem Mund. Alter, der hat uns angefurzt. Das ist ja widerwärtig. Ein widerwärtiges Spiel, da hätte ich gerne eine Triggerwarnung. Ah, hat man gesehen, das war so ein Shadow Dash oder so. Okay, dann kann man irgendwelche Kreise und Heilkreise oder Schutzkreise und dann sich heilen. Also es hat natürlich jetzt doch, wo man das sieht, schon viele Anleihen. Es sieht auch nicht aus wie so ein typischer Action-Geklopper, sondern es erinnert ja wirklich eher an die schwierigeren Genrevertreter, muss ich sagen. Aber es kann natürlich auch sein, wir haben das ja schon oft gesehen, dass so Spiele dann auch bei, das letzte Mal bei hier dem letzten Star Wars Schnetzler, dass die Spiele dann oft leichter werden am Ende irgendwie als man denkt, als man aufgrund der Trailer denkt. Vielleicht spielt hier einfach auch jemand sehr langsam, aber es sieht schon irgendwie spektakulär aus. Ja, allein das, ja, so ein geiler Lindwurm. Das ist mal ein Drache hier. Unendliche Geschichte oder was? Okay, das ist auch, das kommt auf jeden Fall auf die Liste. Habe ich das denn hier schon stehen? Ja, Dark Myth Wukong. Okay, holla die Waldfee. Guckt euch das mal gerne an. Das werden wir uns schon nochmal irgendwann auf die Konsole streichen. Oder in dem Fall für den PC runterladen. Es ist ja, glaube ich, auch für den PC kommt es ja auch raus. So, was habe ich noch? Ich habe mal kurz eine Sache. Die werde ich mal einwerfen. Weil ich auch ab und zu mal meine Sachen natürlich noch reinbauen will. So, wir haben ja den Sifu-Trailer. Sifu ist auch, finde ich, sehr nice. Ist auch Beat'em Up in einer etwas
facettenreicheren Fassung. Mit einem geilen Kniff, nämlich man wird älter, sobald man aufs Maul kriegt, wird man älter. Das ist wahr, Prügel lässt sehr schnell den Kopf altern, aber auch den Körper. Vor allen Dingen, wenn man die Treppe runterfällt oder Nils Bohmhoff gegen die Bar geschmissen wird. Das war Nils Bohmhoff, ich kann es ja nicht sagen, ihr habt es gesehen, er hatte dasselbe Hemd an. Und natürlich wird man es nicht immer schaffen und ich nehme an, je älter man wird, wird man vielleicht zwar weiser, aber sicherlich nicht stärker. Oder man wird bis 27 stärker und dann geht's rapide bergab. Und mit 42 bist du dann beim Arzt und sie sagen dir, du hast Arthrose. Und du denkst, was, Arthrose? Willst du mich verarschen? Das ist für Leute mit 70. Und er sagt, ja, sie haben es aber trotzdem. Und dann sag ich, ja geil, ja, vielen Dank, sie Arsch. Entschuldigung. So, ja, ein interessanter Titel. Ich finde gerade natürlich der Unique Selling Point in diesem Fall ist natürlich, dass man älter wird und weiser offensichtlich und vielleicht auch weißer. Vielleicht je länger man spielt, wird man vom asiatischen Junghüpfer immer mehr zu einem alten weißen Mann, der, weiß ich nicht, bei Amazon arbeitet. Das wäre schön. Das wäre irgendwie schön. Wäre doch irgendwie schön, wenn man ein Spiel hätte, wo man so alle Farben und Jobs und Leute und Geschlechter, alles einmal irgendwie durchspielt. Immer wenn man stirbt, ist was anderes. So ein bisschen wie bei dieses Hackerspiel. Wie hieß das denn nochmal? Ihr kennt das. Wo man dann auch, wenn man stirbt, startet man als jemand anders aus derselben rebellischen Gruppe. Hab gerade vergessen, wie es heißt, aber naja. Okay. Das hätten wir also auch. Das ist wirklich ein toller Titel. Muss ich mir echt auch nochmal merken. Jetzt könnt ihr gerne nochmal eure Tipps raushauen. Ich bin am Start. Das Einzige, was mir bisher noch nicht so viel gegeben hat, ist HDR Gollum. Hat mir noch nicht so viel gegeben. Space Marine 2 weiß ich noch nicht so viel. Aber ansonsten waren das alles sehr gute Tipps auch von euch. Hogwarts Legacy hatten wir schon. Roku Kingdom Starfield Replaced. Alter, gibt es so viele Spiele? Falling Frontier Replaced habe ich jetzt mehrfach gesehen. Dann, das kenne ich nämlich nicht. Und das ist immer das Krasse heutzutage, Leute. Es gibt zu viele Spiele, möchte man fast sagen. Was super schade ist für die Leute, die gerne alles spielen wollen, so wie ich. Weil weder hat man die Kohle, noch die Zeit, noch alle Systeme, auf denen das rauskommt. So, Moment, wie heißt das nochmal? Replaced. Schreibe ich mir auch mal direkt auf. Oh, wenn ihr Bock habt auf Retro-Club und Superman-Spiele, es gibt jetzt das gestern aufgezeichnete Superman-Retro-Club-Special mit Gregor und mir auf unserem Rocket Beans Gaming-Kanal. Ich bin ja immer noch ein Sucker für diese Pixel-Optik. Ich finde, das ist mittlerweile so ein geiler eigener Stil geworden, das könnte ich mir auch in 10, 100 Jahren noch angucken, weil es irgendwie halt wirklich was ist, das gefällt einem oder es gefällt einem nicht. Aber gerade dieses Low-Pixel mit aber sehr filigranen, fast schon so Neo Geo-esken Animationen, wo einfach super viel Aufwand in diese Animationen geflossen ist. Und dann auch noch sowas, okay. Alter, oh nein! Okay, Replaced lässt darauf vermuten, dass wir in irgendeiner Form ersetzt wurden, wahrscheinlich durch einen Klon oder einen Androiden oder jemand fand uns einfach doof und hat uns gefeuert. Aber auf jeden Fall sind wir stinksauer. Und die Mucke ist Hammer. Oh Mann ey! Da hab ich kurz mal der letzte Move, der gefällt mir aber richtig gut. Ey, es gibt wenig Sachen, die geiler sind als hochdetaillierte 2D-Pixel-Animationen. Play it day one with Xbox Game Pass. Okay, wieder mal Game Pass. Übrigens auch. Day one,
Game Pass wird auch bei Hellblade 2 der Fall sein, dem Spiel, was wir gerade gesehen haben. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, weil ihr zu spät rein seid, guckt es euch auf jeden Fall an. Hellblade 2, das ist ein richtig schöner Gameplay-Trailer, der euch wegblasen wird, bei dem ihr, Achtung, Wortspiel, Feuer fangen werdet. So, was haben wir noch? Mother, PS1-Style-Horror-Game. Na, warum eigentlich nicht, ne? Warum? Ich merke immer wieder, wenn ich mit euch rede, wie viel Ahnung ihr habt und wie viele Spiele es da draußen gibt. Nee, nicht das. Es gibt so viele mit, es gibt ja auch I Am Mother, dann jetzt Mother als Film. Hier, Mother Final Trailer. Na okay, da glaube ich, das ist jetzt eher Geheimtipp. Aber es passt, finde ich, auch mal ganz gut hier rein. Das einzige Problem, was ich damit habe, ist, dass PS1-Spiele niemals so aussahen damals. Also, es imitiert das ganz gut. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das so auf der PS1 hätte aussehen können. Obwohl, es ist, naja, so hübsch ist es auch nicht. Aber es wirkt schon wie ein heutiges Spiel, derbe runtergerechnet. Okay, ich kann damit im Moment noch nicht so viel anfangen, außer dass es ein Horrorspiel mit PS1-Grafik ist. Ich kann jetzt wenig dazu sagen, aber ich glaube, ich kann es mir schon grob vorstellen. Ne? Man ist mit den Kindern zu Hause und dann passieren ständig weirde Sachen, Monster kommen, jemand klopft an der Tür, alles wird schlimm und man muss die Kinder beschützen. Das erinnert mich jetzt ein bisschen an Murder House, was ja auch diesen PS1-Look hat. Aber nicht schlecht, ist Murder House, kann ich euch auf jeden Fall sehr empfehlen. Jetzt haben wir noch eine Sache, die möchte ich gerne mal zeigen. Also wir haben noch mehr, wir haben auch noch Zeit, ihr könnt gerne noch Sachen nennen. Aber das eine möchte ich unbedingt reinbringen. Und zwar wurde der vor 3 Jahren zum ersten Mal angekündigt und ich bin mir sicher, dieses Jahr kommt er endlich, nämlich Stanley Parable Deluxe. This is a story Deluxe. Of a video game called The Stanley Parable. You know The Stanley Parable, of course. After all, it was the video game sensation of 2013. Don't you remember all those awards we were nominated for? And this year's winner for Best Narrative is... The Last of Us. The Last of Us. The Last of Us. Papers, please. The Last of Us. Papers, please. The Last of Us. Yes, it was thrilling to be so unanimously recognized by our peers. Which is why we've locked the game's source code away, where it can never be touched by the greedy hand of capitalism. A pristine time capsule of perfect artistic integrity to be preserved for... Wait. What do you mean we never put the game on consoles? Of course we put it on consoles. We didn't. Excuse me a moment. Stanley! 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 Gotcha. Stanley, I've had a great idea. I want to add new endings and new content. New adventures for you. Won't it be fun? Oh, shush, of course it will. We'll package it up with the original game and we'll put it on consoles and everyone will buy it again because they're suckers. Come, come. Daddy needs a swimming pool. Also wirklich, Stanley Parable kann ich auch nur immer wieder erwähnen. Wir haben das, glaube ich, ich habe das damals für unsere GameMund.de-Plattform, haben wir das damals noch gespielt, glaube ich. Auf jeden Fall gibt es davon auch Videos. Da habe ich damals das Spiel ganz vielen Leuten gegeben und haben das quasi verschiedene Leute durchspielen lassen, weil ja jedes Mal eine andere Sache bei rauskommt. Der Budi, der hat irgendwas gespielt, der Eder hat irgendwas anderes gespielt. Ich weiß noch, ich habe auch irgendwas gespielt. Und das Lustigste fand ich... Ich kriege ja immer Kritik, wie ich spiele. Und bei dem Spiel geht es wirklich einfach darum, dass man so spielt, wie man spielen will. Und irgendjemand hat doch geschrieben, das habe ich bis heute mir gemerkt, der Kretschmer kann nicht mal das Spiel richtig spielen. Und ich denke so, ey, das Spiel ist halt wirklich das letzte Spiel, wo es einen Weg gibt. Das Spiel ist das letzte Spiel, wo es darum geht, wie du denkst, dass es gespielt werden soll. Das muss man doch verstehen. Naja, fand ich auf jeden Fall lustig, habe ich mir gemerkt. Ab und zu merkt man sich solche Kommentare dann doch, aber auch, weil es ein bisschen doof ist. So, Moment, Little Devil Inside habe ich gerade gesehen. Da,
von der State of Play PS5. Das ist jetzt nicht der Show, das ist jetzt ein anderer Trailer als der, glaube ich, der vor einer Weile gezeigt wurde. Und es ist auf jeden Fall direkt, man sieht schon, es hat einen ganz eigensinnigen Stil. Noch kann ich mir wirklich wenig darunter vorstellen, aber immerhin ist es mal ein Gameplay-Trailer, in dem man das wirkliche Spiel auch in der Länge und nicht zerhackstückelt sieht. Billy sets out on another job. Aha. Looks like he's reading the letter he received. The job seems simple enough. Der Narrator ist ja fast wie ein Let's Player mittlerweile. Man braucht ja fast gar nicht. Wenn ich das Spiel spiele, brauche ich gar nichts mehr reden. Billy arrives at Cornfield Station. Ach, das ist ja süß. He needs to meet Professor Vincent, who should be nearby. Oh, there's an old lady up ahead. During travel, you can engage with various people. Sometimes to buy goods or simply ask for directions. On certain occasions, the crew is available to travel together. Ich finde das schön, dass dieser Trailer so zufrieden und spektakulär daherkommt. During world map travel, you can encounter various events, some bigger than others. In this case, a flock of sheep blocking the road. Looks like they have arrived near their destination. Billy heads towards an eerie-looking mansion to fulfill his simple task, of course. He's greeted by who seems like the owner. The job is to pick up a mysterious artifact and deliver it to Professor Vincent. Looks like it's kept in the mansion's basement, leaving behind the unsettling signs on the wall. Billy enters the basement chamber. Ich lass das mal laufen, weil es echt spannend ist, wie die Geschichte gerade erzählt wird. Well, it turns out that the job is not going to be so simple. Natürlich wieder Kraken. Ever since leaving the mansion, strange-looking creatures constantly appear. Here he is surrounded by a mob, striking and sticking the blade into enemies to pull and throw them around. During his travels, Billy needs to resort to his survival instincts and make use of whatever he has to survive. Also das wirkt auf mich wie ein Ultra-Genre-Mix, der aber eine ganz schön komplexe, große, lange Geschichte erzählt. A desert environment is one such place. Finding safe places to camp and cooking up food is all part of the journey. This time, a sub-zero climate. And worse, caught in a snow blizzard. Struggling to pull his companion out of the snow. What will be their fate? Lead Billy throughout his journey. And imagine what he has to face. Some expected, more often not. Das sind ja jetzt voll die Horizon-Vibes gerade. Okay, wild freilaufende Maschinen, die stinksauer sind. Oh my. Welcome to the world of Little Devil Inside. Wow. Ey, Little Devil Inside, ich habe es ja nur in unserem Game 2, worauf freut ihr euch Video, da gibt es auch so ein Video auf dem Game 2-Kanal zum Thema Hypes. Da habe ich das zum ersten Mal gehört und wusste nichts davon und fand den Stil schön, aber jetzt habe ich das mal mit diesem Overview gesehen und wow, da ist ja richtig viel geiler Shit dabei. Das möchte ich mir auf jeden Fall
geben. Jetzt habe ich noch ein paar Sachen, ich sag die gerade mal. Frostpunk 2, Turtles, Haunted Chocolatier hat eine Person genannt. Das gucke ich mir noch an. Und Kerbal Space Program 2 und Savior. Warum nicht Kerbal Space Program 2? Kann man ja auch mal gucken. Denn das wird ja gerade von Florentin auch sehr viel, glaube ich, dass das von Florentin gespielt wird. Hier, Launch Trailer 5 Jahre 2. Okay, nehmen wir einfach die Cinematic. Ja, es ist ja leider nicht wirklich was zum Spiel. Finde ich auch immer schade. Wir gucken trotzdem mal kurz rein. Weil Kerbal Space Program ist ja wirklich... Einfach ein tolles, ja, was ist es denn? Eine tolle Simulation, ne? Tolles Muten. Das ist halt schade, weil das ist wirklich, wegen dem Song muss ich das muten, aber es ist tatsächlich einfach eine ganz tolle Musik und eine super schöne Stimmung, weil das Schöne am Spiel ist ja wirklich, ich habe das auch, aber ich habe es nie geschafft. Ich müsste viel länger damit mich mal befassen, aber man baut an seiner Rakete, bis man die dann endlich oben hat im All. Und es sind so viele, Kerbals dabei draufgegangen. Und dann schafft man es endlich. Und im zweiten geht es dann natürlich auf neue Planeten. Da gibt es dann offensichtlich auch Fahrzeuge. Bin mir nicht sicher, ob man die dann auch so entsprechend wieder bauen muss oder ob man die geliefert bekommt, schon final fertig. Aber die große Space Exploration geht weiter. Und mittlerweile sieht es halt überhaupt nicht mehr aus wie ein lustiges kleines Spaßspiel mit Kerbals, sondern es ist halt einfach, es wirkt wie eine echte, ernstzunehmende Space-Raumfahrt-Simulation. So. Okay, eine Sache noch, ich werde noch mehr zeigen, aber eine Sache, die gerade genannt wurde und da stimme ich durchaus zu, den habe ich schon mal gezeigt, aber ich finde den Choo Choo Charles im Announcement Trailer immer noch richtig geil und freue mich drauf. Oh. Ja, wie man sieht, eine riesige Oberwelt. Man bewegt sich auf dieser Welt hauptsächlich mit Zügen. Man muss dann immer wieder auch Dinge bei den Stationen machen, wie Weichen stellen und Co. Wahrscheinlich auch mal was sammeln oder was hacken oder mit Leuten reden. Aber Choo Choo Charles ist immer hinter euch. Der Zug mit den Spinnenbeinen. Warum gibt es ihn? Warum ist er hinter euch her? Warum ist er hier einmal so am vorbei? Was soll das alles? Ich kann es euch auch nicht sagen. Aber ich glaube, das wird ein Spiel, was ihr bei mir auf jeden Fall finden werdet. Okay. Ihr könnt es jetzt wishlisten. Ja, und ich, wie gesagt, weil gerade jemand gefragt hat, warum läuft denn hier jetzt dasselbe wie nachher? Es ist ja nicht dasselbe wie nachher. Wir werden in 45 Minuten, gibt es auf, kann ich ja kurz Werbung machen, gibt es ersten Moin Moin mit Ede und mir. Da werde ich versuchen, müssen wir gucken, dass ich vielleicht einfach all euch rübergebe zu Rocket Beans, sobald die ihren Stream aufgemacht haben oder sobald wir unseren Stream aufgemacht haben, den Zweitstream, sozusagen meinen Zweitstream, Rocket Beans. Und jemand hat gefragt, warum wir jetzt hier dieselben Sachen machen. Nein, ich sammle hier, im Gegenteil, ich sammle hier überhaupt erstmal Material. Als ich hierher kam, hatte ich hier ungefähr 10 Titel drauf stehen. Jetzt habe ich locker 20 Titel drauf stehen. Außerdem habe ich eine Organisation gegründet. Wir nennen sie Ihr Spinnt Doch. Und zwar ist das eine Organisation gegen Spinnen in Spielen. Für eine Welt ohne Spinneninhalte. Und all das hätte ich ja nie geschafft ohne euch. Also, wir haben ein Ding, das guckt mich wirklich, seitdem ich es vorgelesen habe, an. Ich kann mir nicht mal vorstellen, dass das Spiel wirklich existiert. Haunted Chocolatier. Es gibt tatsächlich einen Trailer dazu. Heieieiei. Okay. Komm, wir gucken mal rein. Early Gameplay Trailer. Wir gucken mal rein. Ich weiß überhaupt nicht, was das sein soll. Ich nehme an, es ist ein nettes, kleines Indie-Spielchen. Was vielleicht besser ist, als man denkt, weil am Anfang denkt man, okay, ist das mit dem RPG-Maker gemacht oder so, aber meistens haben diese Spiele ja immer, kennt man ja seit Vampire Dawn vor 20 Jahren, haben diese Spiele ja oft eine richtig gute Story, weil man sich eben auf die Story auch konzentrieren muss und kann. Ist vom Macher vom Stardew Valley. Okay, das ist natürlich jetzt ein anderes Genre, als ich es erwartet hätte, aber...
der Macher von Stardew Valley, der weiß schon, was er macht. Okay, jetzt sehen wir hier, was dann letztendlich, wie das Gameplay letztendlich aussieht. Okay. Ja, jetzt kann ich es mir schon besser vorstellen. Ich nehme auch an, dass man hier wieder ganz viel Kram sammelt und aufbauen muss. Und das hier ist wahrscheinlich einfach die euch umgebende Welt. Und auch da kann man wahrscheinlich wieder Kram, ja, craften. Es scheint viel um Pflanzen zu gehen irgendwie. Oder es geht darum, dass man halt viele Pflanzen überall hinstellen kann. Es geht natürlich scheinbar um Schokolade. Und es geht darum, die Ingredienzien für die verschiedenen Schokorezepte zu finden. Und dann Frauen mit der Schokolade zu verführen. Denn wir wissen eins, Frauen stehen auf Kaktustapeten und auf Schokolade. Und wenn das Bett dann, ach, das ist ihre Wohnung, ne? Ist ja wirklich, sie steht ja tatsächlich auf Kakteen und Schokolade. Mein Gott. Ja, auch ein interessantes Spiel, aber ich würde sagen, geht ein bisschen unter in diesem, in dieser Menge an Spielen. Was habt ihr noch? Crimson Desert. Das sagt mir jetzt auch nichts. Moment, ist das neu? Nein, das ist älter, oder? Ich habe das Gefühl, das wäre was Älteres. Nee, Official Gameplay Reveal. Okay, Leute, da gucken wir doch mal rein. Das geht 5 Minuten, die gucken wir uns nicht komplett an. Aber so sehen wir immer ein bisschen was davon. Ja, Sons of the Forest ist natürlich auch immer wieder gerne gesehen. Ich schicke währenddessen mal kurz Ede eine SMS, dass er gleich bei Rocket Beans einfach den Stream schon mal aufmachen soll, dass ich euch dann später darüber schicken kann. Ja, es sieht ganz schön aus, stimmungsvoll. Aber ich würde schon gerne sehen, was hier... Ah, okay, es ist diese Art von Spiel. Okay. Okay, also ich denke jetzt als erstes natürlich an Assassin's Creed, aber es ist nicht Assassin's Creed. Es erinnert mich mehr an Red Dead Redemption, könnte man sagen, in einem völlig anderen Setting. Also diese Weite, die suggeriert wird, das meine ich damit. Das ist sehr, eigentlich sehr interessant. Oh, das ist auch ein guter Charakter. Das ist sehr interessant, weil die Anzahl der Spiele, die in diesem Setting, mit diesem Style rauskommen, kann ich nach diesen 2-3 Stunden, die wir jetzt hier zusammen verbracht haben, durchaus sagen, ist schon enorm. Also es gibt eine Menge von diesen Titeln, jetzt von Horizon über God of War, über eigentlich so ziemlich alles, was in einer großen Open World stattfindet. Das ist jetzt auf jeden Fall überraschend. Ah, jetzt sieht man endlich auch mal ein bisschen die Kämpfe. Das sieht jetzt schon mal toll aus, aber erinnert mich auch direkt an Herr der Ringe und ähnliches. Also so diese schnellen, arcadigen Kämpfe, wo viel auch mit Spratzern und so, sage ich mal, übertüncht wird. Das ist also kein... es ist natürlich kein From-Software-Spiel oder will auch kein Dark Souls sein, sondern es ist wirklich gefühlt jetzt eher... Ja, ich will nicht Assassin's Creed sagen, das ist die falsche Reihe, aber es sind halt viele Gegner, die einfach nur Fallobst sind und es ist nicht so, dass jeder einzelne Gegner richtig krass ist. Und die Kämpfe an sich ist schwer, da jetzt ein bisschen was Genaueres auszumachen. Könnte sein, dass es gut ist, kann aber auch sein, dass es immer dieselben Moves sind, die einem schnell auf den Sack gehen. Ich kann es gerade noch schwer fassen. Aber es ist auf jeden Fall opulent, spektakulär und voller Effekte. Ah, das ist immer gut, ne? Jemanden die Klippe runtertreten. Da bin ich immer dabei. Ich mag, dass das zum einen, dass der Wind irgendwie so alles rumweht. Immer, das finde ich irgendwie schön. Es erinnert mich auch sehr natürlich an Tsushima. Wo ja immer die Blütenblätter rumwehen und der Wind generell einem alles anzeigt. Ich mag aber auch, dass man hier so eine große Welt vorgestellt bekommt, die wirklich sehr groß zu sein scheint.
Ja, jetzt sieht man die verschiedenen Elemente. Es ruckelt leider noch ein bisschen. Alter, okay, diese Viecher gibt's auch. Also es ist wirklich, also Witcher könnte man auch. Witcher ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, obwohl Witcher heutzutage ja nicht mehr so das optimale Kampfsystem hat. Hat sich das, glaube ich, damals so angefühlt. Diese Welt, überall wilde Tiere, Drachen, Städte. Man ist alleine, aber man kann auch zusammen sein. Aber ich erwarte natürlich jetzt nicht so eine geile Story wie bei Witcher, muss ich ehrlich sagen. Ich erwarte jetzt erstmal einfach nur Standard-Action. Aber es sieht gut aus. Ein schöner, interessanter Trailer. Aber ich habe ein bisschen das Gefühl, dass solche Spiele laufen immer Gefahr, dass die untergehen. Weil die kommen raus, so 8 von 10 Punkten, nicht schlecht, alle finden es okay, gut. Dann wird es 1, 2, 3, 4 Tage mal gestreamt, gespielt und dann gehen doch wieder alle zurück zu Elden Ring. Also es ist so ein bisschen die Befürchtung, die ich habe. Das sieht geil aus, also das ist doch Hammer. Moment, das müssen wir jetzt nochmal kurz in Vollbild genießen. Guckt selbst der Monster Hunter Trant. Ganz gierig. Das wird sich jeder gerne mal irgendwie gönnen. So ein Flugdrachen. Das erinnert mich jetzt eher an Control. Mit seinen ganzen sich aufbauenden Elementen. Aber nein, ist hier natürlich nicht so. Ist einfach nur geile Göttermagie. So, das heißt, ja, wie wir alle lesen können, Crimson Desert. Crimson Desert. Auf Deutsch, der Crimson Nachtisch. So, irgendwas war hinter mir. Ah! Hast du mich gerade erschreckt, Alter? Da habe ich fucking wird voll erschreckt. Hallo! Hey, Mann! Hey, was geht? Was geht? Ich guck mir, ich muss nicht, wir sind noch nicht drauf oder so, ne? Nein. Du bist gleich bei den, yeah, bei den Besten. Es ist 20 Uhr, deswegen wollte ich mal ein bisschen briefen, weil ich sehe ja gerade, du bist fleißig dabei. Alter, ich hab gesammelt mit der Community, ich bin fleißig dabei. Ich habe nur noch ganz wenige Spiele, die ich mir nicht ausgesucht habe, aber können wir die alle bitte auch abhaken? Alle unterstrichenen. Das Problem ist halt, wir haben uns auf 25 geeinigt. Das Problem ist, ihr habt euch auf 25 geeinigt, da war ich aber nicht dabei. Ja, einige Spiele erscheinen ja auch gar nicht dieses Jahr. Einige Spiele erscheinen ja auch gar nicht dieses Jahr, sagst du, aber wer weiß das schon? Woher sollst du das wissen? Nein, ist ja alles gut, dann halt nicht. Ich dachte, wir gehen da einfach hin mit unseren Spielen und also haben wir eine Liste, die wir einfach abarbeiten? Ja. Oh, okay. Ich hab die schon vorbereitet. Ah, wir haben also, da hört es, ne? Vorbereitet. Das ist der Unterschied zwischen, das ist genau der Unterschied zwischen dem Mon Official Stream und dem Rocket Bean Stream. Wir haben nämlich hier nichts vorbereitet. Ja, wir haben einfach Titel rausgesucht, die definitiv einen Termin haben. Titel, die einen Termin haben und? Ja. Und Titel, die dann noch keinen Termin haben, aber definitiv 2022 und Titel, noch erscheinen. Die einen Termin haben, aber definitiv 2022 noch erscheinen. Genau. Und das sind 25 Stück. Ich würde behaupten, dass ein Drittel davon wahrscheinlich eh nicht rauskommt, sondern wieder verschoben wird. Kann sein, vielleicht Elden Ring. Kann sein, Elden Ring. Nein, das kommt doch schon 25. Februar. Das werden die nicht nochmal verschieben. Kann ich mir nicht vorstellen. Genau. Ja, aber ich sehe schon, da auch Gran Turismo 7 kommt ja auch jetzt im Februar, ne, schon. Oder so. Kommt das so? Oder? Nee, Quatsch. Gar kein Termin. Gar kein Termin. Doch, April. Doch, 4. März. Nee. 4. März. März, sag ich doch. Fast Februar. Ja, vielen Dank. Wie gesagt, also wenn ihr dann noch Zeit habt für ein paar Honorable Mentions, ich habe hier ein paar echte Geheimtipps dabei. Ja, werden wir definitiv. Guck dir mal Replaced an zum Beispiel. Oder. Ja, Forspoken gucken wir uns gleich mal an. Das habe ich noch nicht gesehen. Dark Myth Wukong hast du drin? Wukong habe ich auch drin. Ja, seht ihr? Eure guten Sachen sind noch dabei. Aber hast du auch Atomic Heart, aber das kommt leider 20, hat gar keinen Termin bisher. Deswegen haben wir es zum Beispiel nicht dabei. Ja, okay. Atomic Heart, nee, gucke ich mir gleich auch nochmal an. Atomic Heart ist so ein bisschen Bioshock in der Sowjetunion. Das klingt, als hätte ich es auch schon mal gesehen, aber ich gucke es mir trotzdem nochmal gerne an. Okay, ja, umso besser. Dann kann ich ja hier neben all den anderen Sachen auch mehr zeigen, was noch gar nicht, als das, was wir dann zeigen dürfen. Ich will dich mal kurz briefen, weil du bist ja die nach Schlag auf Schlag auf. Ja, aber ganz kurz, bevor wir jetzt, also du wirst mich gleich briefen, aber wollen wir es denn nicht so machen? Das habe ich gerade schon Ede geschrieben, dass ihr jetzt gleich bei Moin Moin den Stream für Rocket Beans aufmacht und ich euch die Leute rüberschiebe. Warum soll ich denn jetzt hier ausmachen, die alle zu Klötenklaus schicken? Ich mach noch kurz Live-Briefing, so ein bisschen Teaser für die Leute. Ja, wir können auch gerne Live-Briefing machen. Ganz kurz, hört ihr den Wirt von da aus? Ihr werdet gleich sogar mitvoten dürfen. Wir haben 25 Spiele rausgesucht und ihr dürft dann gleich sagen, seid ihr scharf drauf, yay or nay? Und dann sehen wir da so ein paar Prozent und dann können wir sagen, hey, darauf habt ihr Bock. Der Krogi hat da noch so eine Grafik angelegt, der wird dann am Ende der Sendung sagen, hey, das sind die 25 Spiele und das ist so die Prozentzahl, das ist die Platzierung, worauf die Rocket Beans Community Bock hat. Kennst du noch die Wall of Hype, die wir damals für Game Talk, kennst du nicht mehr? Doch, das war Game Plus.
Ja, ja, aber es war, also der Vorgänger zu Game Talk war ja Game Plus und davor war was anderes, aber ja, finden wir jetzt auch nicht mehr, ne? Schade, nicht mehr zu finden. Aber es gab die Wall of Hype für Rocket Beans, die hat auch jemand gebaut und da haben wir genau das immer gemacht. Die Leute konnten voten, was sie gut finden. Und da ist sie da noch, Wall of Hype. Man findet, ah, Moment, wir gucken mal. Hier, ich habe immerhin, Moment. Immerhin was gefunden gerade. Komm, wir gucken nochmal, ob wir es finden. Nee, leider nicht mehr. Da war dann immer, da wurden die Spiele quasi gerankt, je nachdem, wie sehr die Leute gehypt waren. Das ist im Grunde genau das. Ja, schade. Tut mir leid, Heroku. Ja, okay, dann brief mich doch weiter. Was genau. Was muss ich denn wissen? Nix, oder? Ich werde das hier gleich ausdrucken, da werdet ihr gleich alle hinschauen können, anschauen können. Und da sind noch einige Informationen zu den Spielen. Die haben Krogi und ich vorbereitet, die Infos. Und dann werden wir darüber sprechen, so insgesamt immer so 4 Minuten, so 4 bis 5 Minuten. Werde ich dann reden, und also pro Person. Pro Person. Und in der Zwischenzeit kann dann die Community im Chat dann voten. Okay, und geil. Und wenn wir durch sind, dann haben wir eine Zahl und dann geht's weiter mit dem nächsten Spiel. Wir müssen das Schlag auf Schlag machen, sonst sitzen wir bis 5 Uhr morgens hier. Das war mein Plan, um ehrlich zu sein. Naja gut, ist ja nicht schlimm. Deswegen habe ich es vorher schon gemacht, weil ich habe wirklich eine Liste gefunden. Also ich bin sehr zufrieden. All diese Spiele werde ich spielen wollen dieses Jahr, wenn sie rauskommen. Und mal gucken, ob dann in der eurer Liste noch ein paar Sachen sind, die ich nicht kenne. Du meintest ja gerade, Atomic Heart ist nicht drin. Das gucke ich mir dann gleich mal an. Ja, mach ich gleich. Was wäre denn noch, was ist denn noch hier? Ist da irgendwas dabei, was du noch nicht kennst? Das kommt. Dead Space Remake haben wir noch keinen Termin, deswegen ist es auch nicht dabei. Ja, aber es kommt ganz sicher nächstes Jahr, ne? Das Dead Space dieses Remake. Dieses oder nächstes Jahr? Also 22 meine ich. Ich denke, es kommt 22. Aber du hast recht, es gibt keinen Termin. Ja. Ja, so wie zum Beispiel auch Dragon Age haben wir auch keinen Termin. Oder Mass Effect haben wir auch keinen Termin. Ja. Und gibt es denn wirklich zu Mass Effect irgendwas Sinnvolles Neues? Oder einfach nur, hier ist ein Planet, oh, die Sonne kommt hoch, Mass Effect. Ja, okay. Braucht kein Schwein. Selbst ein God of War hast ja keinen Termin. Du hast ja noch Avatar, Frontiers of Pandora, das Ubisoft-Spiel. Ja, du hattest mich verloren bei Avatar. Du hast noch Company of Heroes 3. Company of Heroes habe ich nicht, nee. Mhm. Schreibe ich mir aber auch mal auf. Stimmt, das ist auch nicht schlecht, ne? Das war immer gut. Ja. Was bei Company of Heroes immer geil war, dass diese Panzer und so, das war ein Strategiespiel, ne, wo man die Fahrzeuge und so fährt, dass diese Panzer, die hatten ein richtiges Gewicht. Du hast richtig gemerkt, wie die sich in diese Erde reingraben, in den Matsch und in den, also das war ganz selten, dass die Fahrzeuge in Strategiespielen irgendwie ein echtes Gewicht darstellen, dass man das Gefühl hat, der wiegt auch 3 Tonnen, so. Mhm. Weil, weißt du, bei Command Conquer fährst du die halt so, schiebst du die so hin und her und das Company of Heroes hatte damals zum ersten Mal, der erste Teil, hat es geschafft, dass das ganze Kriegswerkzeug auch ein Gewicht in dieser Welt hatte. Naja, Nightingale sagt jemand, okay, das kenne ich gar nicht, kennst du das? Ah, warte, das wurde gerade bei Game Awards vorgestellt, das ist so ein viktorianisches. Na komm, wir gucken mal zusammen. Ist es ein Survival-Game oder war das viktorianische Spiel mit diesen Plastikpuppen? Official Trailer, Moment, das hier kann es nicht sein, okay. Das ist es, ne? Da gucken wir doch mal rein, das ist doch mal interessant. Es gibt noch so ein, Spiel, das so ein bisschen aus, kennst du diese Plastikpuppen, so aus der viktorianischen Zeit? Und die dann so mit Zahnrädern und so weiter aufgebaut. Ja, doch, okay. Ja. Game Awards gezeigt. Wir haben hier noch andere Sachen. Wir wollen nicht zu viel vorwegnehmen. Okay, Moment. Also, weil ich will jetzt auch nicht drüber labern, ne? Ich glaube, also, das hier ist zum Beispiel auch was für dich interessant. The Sons of the Forest habe ich schon, habe ich hier auch schon stehen. Bin ich auf jeden Fall sehr interessiert dran. Und, nicht laut aussprechen, aber das guckst du dir nachher noch. Darf ich nicht machen? Ja, kannst du immer gerne machen. Aber ich sag's einfach, was es ist. Okay. Dead Space bekommt ein Remake, aber einer der Entwickler, der hat jetzt ein eigenes Studio und der macht ein anderes Spiel, das in die Richtung geht. Das stimmt, das war's. Callisto Protocol. Ja, ja, das hat mir der Anton hat mir davon schon, glaube ich, erzählt. Ja. Von einem oder mehreren der Death Space Devs. Ja, Death Space. Ey, ich freue mich sehr. Ich meine, jetzt hast du ein bisschen gespoilert, aber gleichzeitig auch ein Teaser. Kannst du mir einen Gefallen tun? Und kannst du mal zur Regie gehen, zur Ede, zu irgendwem, der jetzt gleich dran ist, weil dann bleibe ich hier, bis es mit Moin Moin losgeht, kurz vorher, und dann schicke ich die Leute nämlich auf den Kanal. Mach ich. Weil das sind ja 3200 Leute, das wäre ja ganz schön, wenn die dann auch Moin Moin gucken. Ja, finde ich gut. Ja? Ja? Kannst du mal klären. Vielen Dank, Wirt, und danke auch für die Infos. Damit wisst ihr jetzt also auch mehr und genauso viel wie ich, aber mehr als vorher, nämlich, dass wir schon feste Spiele haben. Ich dachte, weil die letzten Male haben wir es so gemacht, dass jeder mit einer Liste reinkommt. Das waren noch die Ilias Days, wo es dann hieß, bring einfach mit, was du gut findest. Und dann hat es Stunden gedauert. Aber ist auch gut, dass man einen festen Termin hat. Also wir machen das 3 Stunden, das sollte ja schon lang genug sein. Jetzt machen wir Nightingale Reveal Trailer und gucken da mal rein. Das sagt mir auch erstmal nichts.
hat auch, wie gesagt, eben gerade jemand von euch genannt. Auch hier wieder, Alter! Da bin ich ja direkt Fan von, ne? Also, das ist der Moment, nicht der. Das ist der Moment, wo ich scharf drauf werde. Danke auch bei Erudion für die 5 Abos. Meine neuen Subs freuen sich, aber jetzt guckt doch mal, wie geil das aussieht. Der hat das Maul im Doppelkinn. Das ist so wie die Finalstufe Walmart. Wenn aus dem Triple Kinn einfach, auch um diesen Umweg durch den kleinen Mund zu sparen, einfach sich das Doppel-Dreifach-Kinn öffnet und das Essen direkt aufnimmt. Ever since the day the portal network collapsed, stranding us in these realms, we have searched for a way home. Lost and alone in the dangerous labyrinth of fantastical worlds. Ah, ich habe echt ein Problem Welcome mit diesen ganzen, also ich finde es super, aber ich habe Angst, dass die Hälfte, drei Viertel der Spiele total untergehen werden, weil sie alle Open World Mystic H als Setting haben. Every portal is a chance for salvation. Da habe ich echt Angst, dass viele United Titel irgendwie untergehen, weil alles gleich ist. Ehrlich, da muss ich doch gleich mal, da machen wir gleich nochmal einen kleinen Aufruf für meine Organisation. Ihr spinnt doch! Eine Organisation, eine allumfassende Menschenorganisation für Medien ohne Spinneninhalte. Da wird's Ärger geben, ihr werdet von mir hören, die Mail an den Anwalt ist raus. The Lost Survivors. Das ist wirklich ein Fall für ihr spinnt doch. Alter, das ist ja hier wie... Alter, da ist ja alles gut. Das Bauen, das Craften deutet darauf hin, dass man ganze Gebäude und alles bauen kann. Und das sieht wiederum aus, als wären da sehr fantasievolle Gegner, die dann in Wellen unsere schön gebaute und von Nils als Bürgermeister verwaltete neue Gesellschaft angreifen. Alter, das ist krass. Our beacon of hope. But beyond our reach... As long as we stand together. Vor allen Dingen diese viktorianische, opulente Mode, völlig unpraktisch. You, the Realmwalkers, are all that is left. Der auch, ne? Das ist hier wirklich kaputte Gegenteil-Tagwelt. Der hat unten die Hörner, die eigentlich oben hingehören und oben ist ein Gesicht und in der Mitte irgendwie zwischen den Hörnern ist dann, wo sind die Hörner denn connected? An den Backen? Das ist doch furchtbar. Der kann doch wirklich, der kann nichts, der kann... Wenn der so ein Maiskolben, so einen großen Maiskolben isst, kann der den links und rechts einfach an die Hörner so dranpinnen und dann so einfach so abdrehen. Hammer. Das ist natürlich praktisch. Das natürlich schon praktisch. So, das haben wir auch. Richtig gutes Ding. Wir machen noch mehr, denn wir haben noch ein paar Minuten, bis es dann losgeht. Wir haben noch Sons of the Forest. Oder wie ich es schreibe, Sons of the Forest. Das wird auf jeden Fall passieren, das wird es spielen, da wird der Nils spielen, der Ede wird spielen, der Simon wird spielen. Und ich freue mich schon tierisch drauf. Das Setting ist nämlich an dasselbe, man strandet auf einer Insel. Die Insel ist, wie man anfangs nicht weiß, von mutierten, molochartigen Wurmmenschen bevölkert, die leben aber unter der Erde. Oh. Und man selbst merkt das natürlich schnell, dass irgendwas nicht in Ordnung ist hier. Hat sie da zwei, hat sie vier Arme?
Ne? Man zeigt denen nämlich, dass man krasser ist. Das ist das Geile an Forrest. Zumindest am zweiten auch, dass man mit diesen wilden Monstern auch, die alle so ihre eigene Kultur natürlich entwickelt haben. Ich weiß nicht, ob die zusammenhängen mit den Monstern oder ob das zwei verschiedene Sachen sind, aber auf jeden Fall kann man mit denen so richtig auch interagieren. Oh, jetzt, Alter, hast du mich erschreckt. Naja, also wenn ich mich richtig erschrecke, dann fahre ich wirklich nur zusammen und piss mich ein bisschen ein. Ne? Was ist, wenn du dich erschreckst? Nee. Richtig. Hast du keine Emotionen oder was? Ich war gerade mitten im Spiel, ich hab's einfach nicht mitgekriegt. Ich muss mich daran gewöhnen, ja, einfach permanent überrascht zu werden. Jetzt habe ich mich aber erschreckt. Wie gesagt, das geht so in mich hinein. Mein Penis ist gerade so zusammengeschrumpft. Gewachsen, meinst du? Gewachsen. Hier, du machst gleich mal, bitte, machst du mal den Stream an schon. Und dann schicke ich die zum Moin Moin rüber. Wie soll ich das denn machen? Ja, du machst das ja gleich mit der Regie und so. Ihr streamt doch gleich Moin Moin. Wir. Ja, aber ich würde gerne die Leute von hier rüber schicken zu Rocket Beans. Das geht aber erst, wenn der Stream an ist. Und das geht, sobald du Moin Moin machst. Ah, okay. Das heißt, ich fange an. Und ich komme dann. Dann werdet ihr rüber. Genau. Dann kommt die große Invasion. Und dann ist Moin Moin, aber mal richtig, startet mal mit 3333 Leuten. Aber warum hast du eigentlich immer einen Zettel, wo du Sachen aufschreibst? Weil ich die sonst vergesse. Kannst du dir diese ganzen Spiele merken? Ich brauche nur eins merken. Das ja, das ist ganz oben, extra für dich oben hingeschrieben. Oben links Elden Ring. Bis gleich. Ja, bis gleich, mach's gut. Kannst du dir die Tür zumachen, dass nicht der nächste Idiot hier noch irgendwie reinkommt? Klar. Down, son! Ja, man muss sagen, bei The Forest war ja das Ende, ging ja so in die Richtung, dass man in einem Labor plötzlich war und festgestellt hat, Alter, ich glaub's ja nicht. Jetzt ein bisschen habe ich mich schon wieder erschreckt. Das mache ich jetzt noch 3-4 Mal. Ja, ich glaube, es geht auch noch 2-3-4 Mal. So, jetzt geht's. Ich glaube dir nicht. Tschüss. Ja, tschüss. Ja. Tück, tück. Ich laufe. Okay, hui. Also, wir gucken jetzt. Callisto Protocol Official Red Band Cinematic Trailer. Okay, Moment, ich würde aber gerne Ingame haben. Das sieht doch jetzt eher aus wie. Das sieht ja mittlerweile echt aus. Oh, New Gameplay vor 4 Monaten. Okay, da gucken wir rein. Nee, Gameplay Cutscenes. Mann, okay, wir gucken uns das jetzt mal an. 9 Minuten. Na gut, okay. Moment. Ja, 1080 geht schon. Das ist jetzt. Callisto-Protokoll und das ist von einem der Entwickler, hier sieht man es ja auch, von Dead Space. Moment, das ist Fake? Ist das Fake? Dann habe ich vielleicht das Falsche. Komm, dann machen wir das hier. Da, das ist auf jeden Fall der Richtige, aber das sieht doch eigentlich auch genauso aus. Nee, das ist nicht Fake. Wir gucken kurz mal rein. Hey man, get up. Und es gibt leider keinen Gameplay-Trailer, das stimmt. Aber hier geht es auch wirklich ein bisschen ums Setting, weil man weiß ja, wie Dead Space aussieht. Wahrscheinlich wird es ähnlich sein. You seen this? Something ain't right. Auch wieder. Der Trend geht zum Beulengesicht. Der Trend geht zum gollumartigen Goblin-Grotesk-Maskenverzerrt-Mutantenismus. Alles ist heute verklobt, verquirlt, das Auge irgendwo anders, Maul ist einfach mitten im Maul, zwischen den Augen, was weiß ich. Alles ist irre. Boily. Das ist ein Boily Ultra. Und wer hat's angefangen? Resident Evil 2. Alter. Oh, das ist ja pervers und penetrant. This is Black Iron to transport ship Charon. You are cleared for landing.
Ja, das hat tatsächlich sehr, sehr viel von Dead Space und man kann sich eigentlich das ganze Spiel schon jetzt vorstellen, weil man schon irgendwie zu viel weiß. Ja, die haben dann halt, ja, eine böse Organisation hat wahrscheinlich mit der Regierung zusammen oder auch nicht irgendwelche armen Schweine geholt und wie in Alien dann mit diesem Monster zusammengetan, um es zu erforschen. Aber dann, oh nein, ein Ausbruch, was ist geschehen? Und ab da dreht sich alles und du bist vielleicht auch einer der Leute, die irgendwie da gefangen ist und der Ausbruch sorgt dafür, dass du, der Unfall sorgt dafür, dass du ausbrechen kannst und dann merkst du das erst und um dich herum geht das Chaos und du lernst die Monster kennen und dann lernst du jemanden kennen, der auch helfen will, das irgendwie zu beheben oder irgendwie, wir müssen hier weg oder irgendwas und dann merkst du aber mittendrin, oh nein, der betrügt mich und du merkst, oh nein, die sind auf dem Weg zur Erde und alles, das ganze Universum wird ausgelöscht, wenn ich nicht diese eine Sache mache und dann opferst du dich am Ende und bleibst auf dem Planeten und kümmerst dich um das Monster und legst die, am Ende explodiert alles. So war das. Das war jetzt das ganze Spiel. Ich garantiere euch wirklich, es wird hundertprozentig genauso ablaufen. Aber das ist auch okay so. Jetzt haben wir noch eine Sache, die wurde vorhin genannt. Ich habe sie auch schon mal gesehen, aber man sollte sie auf jeden Fall noch mal gucken. Atomic Heart ist dieses... Es erinnert mich immer an Fallout vom Design. Das nicht. Das nicht. Und es ist halt, ich nehme an, russisch ist das. Und es hat einen coolen Style, aber man weiß halt nicht, haben sie hier einfach nur einen sehr schönen Trailer gebaut, der halt alle interessanten, originellen Sachen zeigt, die aber am Ende gar nicht so geil funktionieren. Vielleicht macht das Spiel ja trotzdem keinen Spaß oder so, aber es fällt mir schon sehr schwer, das nicht ganz geil zu finden, wenn ich das mir so angucke. Schöne neue Gaming-Welt, Leute. Natürlich gibt es auch hier mutierte Monsterzähne, Zahnzombies mit einer ganzen Hackfresse voller Mutagene. Aber das wird sicherlich auch wieder ein interessanter Titel. Also die Russen haben es echt drauf, wenn es darum geht, gerade so Horror- und so Sci-Fi-Settings können die nochmal anders sehen. Die haben einen anderen Blick auf das, ich weiß auch nicht warum, aber wenn die was machen, dann erkennt man das, dass das so einen russischen Touch hat. Würde ich jetzt behaupten. Aber auf jeden Fall interessanter Titel. Muss man halt gucken. Hier gibt es noch einen Official Announcement Trailer. Nee, es ist derselbe. Okay, der ist halt... Der eine ist vor 3 Jahren. Und warum ist dann derselbe nochmal vor 6 Monaten? Ach nee, okay. Es gibt einen alten, den gab es vor 3 Jahren. Der sieht auch noch ganz anders aus. Und der neue sieht mittlerweile schon sehr poliert und fast fertig aus. Ist genau. Jemand sagt es hier, der No Gaming Talent. Du hast den Namen, den ich eigentlich haben sollte. Sieht aus wie eine russische Version von Fallout. Kann ich nur so bestätigen. Danke an die 3400 Leute, die gerade da sind. Wir kommen gleich zum Moin Moin auf Rocket Beans. Ich schieb euch rüber. Braucht also nicht keine Sorgen machen, dass ihr was verpasst. Und mit mir geht's dann im Moin Moin weiter. Und danach gibt's den großen Game Talk mit unserem Hype Games des Jahres 2022. Ich habe eine große Liste, ich kann sie kurz mal reinhalten. Wir haben fast alles davon gesehen. Ich muss wirklich sagen, wir haben eine Menge erreicht hier heute. Trotzdem habe ich immer noch ein paar, die habe ich mir noch nicht angeguckt. Da haben wir nämlich zum Beispiel, also Haunted Chocolatier haben wir gesehen, Kerbal Space Program, Savior habe ich hier noch. Da müssen wir noch mal schauen, was das sein könnte. Savior Kickstarter Trailer ist, bin mir nicht sicher, ob das wirklich dieses Jahr rauskommt. Aber es gibt dazu einen Trailer, New Gameplay and Overview Trailer. Komm, machen wir mal. Es ist irgendwas Kleines, aber warum nicht? Ah, okay, ich mach mal kurz. Na, ich lasse es mal. Komm, wir hören uns das an. Ein Hund dabei haben ist immer gut. First is the combat system. It was inspired by playing years of Punch-Out on the NES. So you and many of your opponents have the ability to strike, dodge, and parry, which adds realistic strategy not really found in the genre. Opponents strike fast, but they all telegraph their strikes, so you'll learn their attack patterns and surely best them over time. The early enemies don't block so well, so you can kind of... Ich muss sagen, gerade wie sie es auch erklären... As you progress, you'll need to watch for telegraphs and time your dodges, blocks. Kann man schon sehen, dass das sehr interessant werden kann, wenn man auf so eine Art von Kampf steht. Okay. Next is movement.
Sam runs and jumps like many other 2D action game characters, but she does much more. With our addition of parkour, especially the ledge grab, she bounds through the terrain with a unique and satisfying fluidity. The dozens of animations and movement commands make movement a standout feature. Just running around is fun. Das Problem, glaube ich, am Spiel ist, an dem Trailer ist, dass der Offsprecher vielleicht vorher man hätte Kaffee trinken sollen oder irgendwas Besseres. Auf jeden Fall ist es ein bisschen langweilig, monoton erklärt, aber es ist eine gute Erklärung, die nämlich wirklich zeigen, was am Spiel anders ist. They are known as the Fallen. But the Fallen survived their banishment. They explored their underground home where they thrived. But the Chosen and the Fallen have been divided too long. It's up to you to reunite them. Also ernsthaft, das war jetzt gegen Ende hat's mich am meisten gecasht, weil ich verstanden habe, was das Spiel irgendwie aussagen will. Du wirst wahrscheinlich verstoßen, machst irgendwas falsch, wirst irgendwie runtergestoßen dann auch. Erst verstoßen, dann runtergestoßen und landest in der Mitte der Erde und da ist eine richtig technisch hochwertige, hochtechnische Zivilisation. Das ist auf jeden Fall was ein bisschen untergehen könnte, auch wegen dem Grafikstil, weil man so viel von diesem Retro-Pixel-Charme schon gesehen hat. Aber ich glaube, das könnte gerade durch die Kämpfe und die Story, also diese komische Geschichte mit der Welt in der Welt, könnte interessant werden. Natürlich auch für alle Vertreter, für alle Aluhut-Freunde von Hollow-Earth-Theorien ist das natürlich das Spiel. Das Savior, das ultimative Spiel für Hollow-Earth-Fans. Könnt ihr gerne von mir auf die Packung schreiben. So, das haben wir, fand ich wirklich jetzt, hat mich am Ende dann doch überrascht, muss ich sagen. Würde ich mir angucken. Forspoken habe ich jetzt mehrfach schon gehört. Ich weiß gerade nicht mehr genau. Aha. Game Awards Trailer. Komm, wir gucken mal rein. Es gibt zu viele Spiele, zu wenig Zeit. Und Ill werde ich auch gleich nochmal ausprobieren. Who are you, child? My name is Frey Holland. I do not know how I got here. And all I want is to go home. She is hell's sport. How else did she survive in the corruption? The people are afraid. They look to me in the council for hope that we cannot give them. But maybe you can. Wherever I go turns to shit. It's always been this way. Athia is all but lost. Everything that corruption touches, it breaks. Yeah, I saw it up close. It is you who trespassed on my land. You who set this battle in motion. How do you plead? Not guilty. Lies! She dies! Das ist I like a good evil laugh, ey. Das ist mal eine ordentliche böse Lache. Lies! She dies! Komm, ich lach einmal mit Lies. Dir mit. Lies! She dies! Auch wieder. Wir sind wieder in derselben Problematik wie die letzten 100 Spiele mit dem Style. Es sieht geil aus. Es ist groß. Es hat eine geile Mystik. Die Monster sehen toll aus. Große Gegner, kleine Gegner, smarte Gegner, dumme Gegner. Die Kämpfe sehen gut aus. Die Story scheint interessant. Die Protagonistin ist interessant. Aber wann soll man denn all das spielen, Leute? Und man hat noch so ein Hoverboard. Ein Water Hoverboard. Jemand schreibt, Rudinov schreibt, dass Infamous mit Waterboard, ja, aber halt ohne Stadt. Aber ich fand Infamous super, hat mir damals sehr gut gefallen, war einer der ersten Titel, den ich für unsere GameMore.de-Plattform geletsplayed habe. Fand ich nice. Okay, wir haben noch ein paar Sachen, wir haben noch ein paar Minuten, die kann ich mir noch schnell gönnen. Und zwar, was haben wir noch gesagt, Siedler, Ill, genau, Callisto-Protokoll hatten wir, Ill, ILL. Kann mich gerade nicht erinnern, das schon mal gesehen zu haben. Ein weiteres First-Person-Horror-Spiel mit Mutanten und Monstern. Blubber,
Tin Lord Supreming? That's what I thought. Look, Bob Hopper doesn't know him either. Bob's got other things to do, right? That's right. It's news time. Stream steht? Okay, wir kommen gleich. Wir gucken noch zwei Trailer. Oh, du kannst ihn doch nicht einfach. Ich habe kurz mit Wirt geredet. Jetzt kannst du nicht über den drüben. So ist das, wenn man mit Leuten hinter einem redet, während man virtuell Auto fährt im Video. Alter, der Rechte mit den dicken Backen. Die sehen irgendwie gut aus. Die sehen nicht so grotesk aus, nur so komisch verformt. Hello. So sorry. Hat das denn HD? I ja. Also, wir fahren Auto, überfahren jemanden, alle sind sauer und wir werden festgenommen und in einen Folterkeller gesteckt. Und dann kommen die ganzen Wahnsinnigen. Oh! Wow! Ah, das Resident Evil. Der Klassiker, der Resident Evil Klassiker. Also ich muss zugeben, dass da gerade noch der Arm an der Sehne so hing, da ist mir ein bisschen schlecht geworden. Das könnte auch das Resident Evil 9 sein und es würde niemanden wundern. Das fand ich jetzt schon sehr interessant. Ne? Oh, da ist noch mehr. Entschuldigung, da hängt noch hinten was dran. Ja, auf jeden Fall gutes Ding. Also ich meine, guter Trailer und man bekommt Lust aufs Spiel und das auch das Problem durch die Unreal Engine. Mittlerweile sieht ja alles so unfassbar gut aus. Also du kommst ja gar nicht mehr, du kannst aufgrund der Optik nur noch schwer erkennen, ob ein Spiel 10 Stunden trägt oder 3 Stunden oder 40 Stunden. Das hängt dann wirklich, und das ist ja eigentlich eine gute Sache, auch das Indie-Titel, dass man das denen nicht mehr unbedingt direkt ansieht. Das ist schon gut, weil es eben eher dazu führt, dass die Leute sich auf den Inhalt konzentrieren. Das ist ja auch so ein bisschen der Siegeszug von Indie-Titeln gegen die AAA-Titel, die einfach währenddessen immer langweiliger werden, könnte man fast sagen. So, was ist denn, was habe ich noch? Paranoid habe ich noch. Das kann man sich nochmal angucken. Vielleicht gibt es ja auch gar keinen. Doch, da. Ist aber schon 3 Jahre her. Moment, gibt es das schon? Nee, das gibt's schon, oder? Das würde ich dann nicht gucken. Nee, TBA. Okay, gut. Ist jetzt aber schon ein sehr alter Trailer. Darf man vielleicht jetzt nicht so ernst nehmen. Und ich gehe gleich. Nimm ruhig mal ein paar. Ob 2 oder 3, das prüft doch keiner mehr nach. Na, immerhin kein Jumpscare. Oh nein, ein Buch! Nee, ist kein Buch. Eine ordentliche Flasche Schnaps. Natürlich. Oh, jetzt muss ich aufpassen wegen den Brüsten. Aber okay, ich glaube, ich weiß, was das für ein Spiel wird. Gucke ich mir mal an, wenn es denn dann irgendwann kommt. Das allerletzte für heute hat gerade jemand genannt. Irgendwas mit Train to Track to Yomi. Und danach schicke ich euch direkt zu den Rocket Beans. Freut euch schon mal drauf. Hier kann man nochmal reingucken. Das ist nämlich wirklich nochmal was Interessantes, glaube ich. Vor allen Dingen visuell. Okay, das... Ich hätte jetzt erst gedacht, das ist so ein 2D...
Aber ja, es ist ein 2,5D-Schlitzerspiel mit Samurais in Schwarz-Weiß. Und wahrscheinlich dann auch dem einen oder anderen Gang mal ein bisschen in die Kamera rein, in den Level rein. Aber es wirkt schon so auf einer Ebene, mehr oder weniger. Schlauchig, könnte man sagen, und kein typisches Open World. Was ja jetzt schon wieder fast ein Alleinstellungsmerkmal ist, weil so viele Open World-Spiele rausgekommen sind und rauskommen. Kann man auf jeden Fall auch mal sich angucken. Da bin ich jetzt aber noch nicht so 100% überzeugt. Vielleicht bin ich aber auch ein bisschen kriegsmüde, weil ich einfach jetzt schon so viele Trailer und so viele Spiele gesehen habe und nur, dass da ganz interessante Sachen passieren. Okay, ich muss sagen, allein die Tatsache, dass Devolver Digital sich dieses Spieles angenommen hat, muss ich sagen, könnte doch ein Grund sein, es sich genauer anzugucken, weil die eigentlich, die haben sehr gutes, wie heißt das, ein sehr gutes Spieleportfolio. Die machen sehr gutes Spielecasting. So, ich mache jetzt ein Raid und zwar zu den Rocket Beans und da werdet ihr dann bitte alle mitkommen und dann sehen wir uns gleich wieder zu mit Ede und vor allen Dingen mir, und danach gibt es dann unseren Game Talk, wo wir 25 heiße Anwärter für das für den Hype des Jahres euch präsentieren. Ihr könnt mitvoten und das wird sehr interessant und sehr wichtig und sicherlich auch witzig werden. Ich werde euch nun dorthin schicken. Der Raid startet, bitte kommt alle mit. 3400 Leute, sogar immerhin 127 mehr, als ich dachte, dass ich mitbringe. Und das alleine ist schon ein Grund mehr. Da, 2300, okay, komm, 2, 3, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 7, 5, na okay, jetzt wird's an der Grenze. Macht's gut, Leute, war sehr schön mit euch, tschüss!